Okay, ja, dann starten wir doch. Herzlich willkommen. Ich klicke da mal auf Los und dann können wir gleich loslegen. Ja, willkommen zu dieser auf Deutsch, diese Einführung zum Generator X für die Spooky 2-Maschinen. Ich schreibe da immer willkommen in der Zukunft, weil ich schwer davon ausgehe, dass die Medizin der Zukunft in etwa so aussieht wie Spooky 2 das schon heute entwickelt hat. Ganz kurz, was ich heute besprechen möchte, ist ein ganz klein bisschen zu meiner Person. Eine halbe Minute zu den Meilensteinen, wie wir hierhin gekommen sind mit der Frequenztherapie und was genau Spooky 2 eigentlich bedeutet. Und dann aber der Schwerpunkt ist dann vor allem Übersicht über die Hardware, ja, für den Generator X und wie man das Ganze installiert. Falls ihr das alle schon kennt, wird der Anfang vielleicht ein bisschen langweilig sein. Ich hoffe aber, dass es dem einen oder der anderen hilft. Und dann vor allem Software, da werde ich einen Schwerpunkt darauf legen, wie man eigentlich sich so durch diese ganze Software hindurch findet, weil die ist ja mittlerweile immer noch nicht auf Deutsch vorhanden. Die ist nur auf Englisch vorhanden, so viel ich weiß. Und genau, es ist für nicht alle ganz einfach. Und dann will ich kurz einfach drei Beispiele durchlaufen, um euch zu zeigen, wie man das Ganze dann einstellt. Und das Ziel ist dann, dass ihr alle am Ende von dieser kleinen Präsentation dann wisst, wie man das Ganze einstellt und euch dann auch eben selbst behandeln könnt mit der Maschine. So, es gibt mittlerweile auch, also es gibt eine Facebook-Gruppe auf Deutsch spezifisch und die Website ist mittlerweile auch auf Deutsch hochgeladen. Da sind die beiden Links, die werden dann am Schluss auch nochmal aufgeführt. Genau. Ich zeige dann am Ende noch ein paar Special Tricks. Ein paar Tricks, die mir sehr viel geholfen haben. Ich habe diese Maschine seit 5 Jahren verwendet und es gibt also zwei, drei Tipps, die man gut gebrauchen kann. Und dann One Q Club, das ist etwas ganz Persönliches. Das ist so ein bisschen die Arbeit, die wir hier tun mit der Maschine. Und genau, ich verliere dann noch ein paar Worte dazu. Ja, wunderbar. Fangen wir an zu meiner Person. Mein Name ist Sebastian. Ich komme ursprünglich aus der Schweiz, bin halb Schweizer, halb Holländer und wohne in Guatemala, bin also ziemlich international. Und genau, ich bin aufgewachsen in einer kleinen Stadt, die nennt sich Biel. Mein Vater ist Homöopath, mein Bruder ist Chefarzt, mein anderer Bruder ist Arzt, Chef, nicht Chef, macht das Doktorat für Psychologie. Und meine Mutter ist Physiotherapeutin. Und ja, ich war also immer schon mit alternativer Medizin irgendwie in Berührung, habe dann aber entschieden, nicht Medizin und nicht Psychologie zu studieren, sondern die pädagogische Hochschule zu besuchen und habe da Mathematik und Musik und auch Sport studiert und habe dann ein paar Jahre gearbeitet und ging dann auf Reisen. Und nach ein paar Jahren On-Off-Reisen habe ich dann durch Schicksalswendungen mich entschieden, nach Guatemala zu gehen und habe dann hier in 2017 diese ganzen Spooky 2-Maschinen kennengelernt. Es war ja, eine ziemlich unerwartete Angelegenheit, aber sehr schön. Und genau, seitdem her bin ich das am Studieren, weil ja, Frequenzen, Nummern ist ziemlich meine Welt. Und wir haben dann ja, mittlerweile Tausende von Menschen behandelt. Meistens kostenlose Klinik. Also was wir oft tun, ist Menschen, die es finanziell sich leisten können, die können uns dann ein bisschen Geld spenden für die Therapie. Und das mit dem Geld gehen wir dann in die Berge und machen Klinik, also haben dann eben kostenlose Kliniken für die Menschen da. Es ist sehr eindrücklich, wie arm die Menschen hier sind und sie sind sehr, sehr dankbar. Also es gab viele Geschichten, wo ältere Personen und 5 Stunden aus den Bergen zu uns kamen, weil sie einfach das Geld nicht haben für den Bus. Das sind irgendwie vielleicht 40 Cent, die man zahlen müsste, um den Bus zu nehmen und zu uns zu kommen. Und die entscheiden sich dann aber doch 5 Stunden zu wandern, um eben zu unserer Klinik zu kommen und dann wieder 5 Stunden zurück. Also es war ziemlich eindrücklich, und es ist ziemlich eindrücklich zu sehen, wie die Menschen hier leben. Genau, und wir haben dann den One Q Club gegründet. Das steht eigentlich für One Q, ist die Währung hier, die nennt sich Quetzal. Und wir haben oftmals so gearbeitet, dass wir einfach den Menschen helfen. Und naja, zwischendurch hatten wir dann keine Spenden und dann haben wir halt selbst nicht viel zu essen gehabt und waren dann zum Teil einfach, hatten nur noch einen Quetzal im One Q.
Und deshalb nennen wir uns der 1Q Club. Die Vision dahinter ist eigentlich einfach, den Menschen hier zu helfen, weil die es ziemlich nicht einfach haben. Und wenn ich dann zwischendurch nicht Nahrung habe, ist das nicht unbedingt so tragisch, weil die haben das zum Teil jeden Tag. So, das ist das Logo, hier ist die Website und genau hier ein paar Fotos. Also das ist so eine typische Person hier aus den Bergen, also die noch die traditionelle Kleidung trägt und hier in den Straßen versucht, ein bisschen Geld zu machen, indem sie die Stoffe verkauft. Hier ist eine Klinik in Monterico. Also ihr seht, hier haben wir ein paar Menschen an den Maschinen. Damals hatten wir noch die blauen Gummizylinder und genau, das waren zum Teil um die 60, 70 Personen pro Tag. Unter anderem diese Person hier, die war oder ist 93 Jahre alt, sollte ich besser sagen. Sie dachten, sie hätte Coronavirus. Das war vor 2 Jahren und die lag mit einem Q-Fever im Bett. Also die hatte eine Pneumonie, aber das war we wegen einem Bakterium, nicht wegen einem Virus. Und die Maschine hat das dann korrekt gebiofeedbackt und dann haben wir das eben auch behandelt und die war dann nach einer Woche wieder zurück unter den Lebenden und die hatten damals, die Familie, die dachte hier, dass sie wahrscheinlich nicht überleben wird und die haben hier schon einen Sarg gekauft und so und das war eine ziemlich heftige Geschichte. Was gibt es hier einen Sarg für 50% Rabatt, was? Ja, genau, also sie lebt noch. So, Meilensteine der Frequenztherapie. Ja, ich will das wirklich nur ganz kurz machen. 1930, um die 1930er Jahre, hat der Mikrobiologe Raymond Rife, ich denke, den kennt ihr alle, ein Mikroskop gebaut, das man bis heute noch nicht wirklich so nachbauen konnte. Und der hat dann festgestellt, dass er, wenn er mit spezifisches Licht teilt, dann sieht er Viren, lebende oder Mikrobien, nicht lebende Viren, Bakterien etc. Und dann hat er auch gedacht, ja, wenn ich die sehen kann, also wenn ich die irgendwie leuchtend machen kann, dann kann ich die wahrscheinlich auch abtöten. Und so hat sich dann das Ganze entwickelt. Dann hat er mit Plasmatherapie eben Menschen behandelt und war sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, für die, die es nicht kennen, es waren um die 200 Personen, die da mit Krebs behandelt wurden und jeder Einzelne hat überlebt. Genau, und dann die Geschichte, ja, die ist ziemlich tragisch, wie das dann weiterging, leider. In den 60er Jahren hat dann Dr. Hulda Clark die Forschung ein bisschen weitergeführt und hat dann vor allem geforscht mit Mikroorganismen, Viren, Pilzen und so weiter und da dann die Frequenzen zu finden. Und sie ist vor allem bekannt für diese Sweeps und die Diäten für Krebs und dass sich eben in Krebs, vor allem in Tumoren zum Beispiel auch immer wieder die gleichen Bakterien finden. Und dann Robert Beck. Eine sehr interessante Person war eigentlich ein Ingenieur und der hat ein viergliedriges elektromedizinisches Therapieverfahren entwickelt, das eben auch mit Frequenzen arbeitet, mit Magnetpuls und aber auch mit kolloidalem Silber und Ozonwasser. Genau, und er hat dann gesagt, dass man eigentlich HIV in 4 Tagen aus dem Körper also heilen kann. Ich habe das selber persönlich noch nie versucht, weil ich hatte noch keine HIV-Patienten hier, aber naja, sein Gerät und so, das wurde alles patentiert, also da ist schon was dran. Genau. So, das wäre es eigentlich schon. Ich will da wirklich nicht zu lange darüber reden. Wir sind ja hier, um ein bisschen zu lernen über diese Spooky 2-Maschine. Genau, Spooky 2, der Name, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber der kommt daher, dass Albert Einstein diese Verquante oder diese, wie soll ich das nennen, wenn man zwei Partikel hat, die gleichzeitig an zwei Stellen sein können, nannte man spooky. Oder eben auch, dass die zwar an ganz unterschiedlichen Orten sein können, aber gleichzeitig Informationen kriegen. Oder wenn ein Teil die Information kriegt, dann weiß das auch das andere Teilchen. Naja, er nannte das gruselige Fernwirkung. In Englisch kann man das spooky nennen. Und dass man jetzt mit einer Maschine über DNA, über Distanz den Körper behandeln kann, ist eben auch gruselig, von dem eben auch Spooky 2. So. Und ja, vielleicht ganz kurz zu der Spooky 2-Maschine. Die ist ziemlich einzigartig, weil wir mit dieser Maschine eben wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum an Optionen und Möglichkeiten haben. Also man kann damit über 60.000 Programme für verschiedenste
Probleme, Krankheiten, Defizite etc., die man anwenden kann. Und die kann man eben nicht nur mit via Kontakt anwenden oder via Plasmaenergie, sondern eben auch mit Skalar. Man kann das über Nahinfrarotlicht anwenden. Man kann es über diese Quantenverschränkung direkt auf die DNA anwenden. Und man kann eben auch den Körper scannen, also ein Biofeedback machen. Also es ist eigentlich unglaublich, was man damit alles machen kann. Und ich glaube, wir sind wirklich irgendwie erst am Anfang hier, was damit alles möglich ist. So, gut, dann steigen wir mal ein in die Hardware. Wir haben zwei Generatoren. Ich denke, die kennt ihr, weil sonst wärt ihr wahrscheinlich nicht hier. Also links, ihr seht den alten XM-Generator und rechts den Generator X. Und da kommt dann jeweils auch immer ein USB-Kabel und ein Stromkabel dazu. Ohne die wird es schwierig. Und der Booster, also das ist so die Grundbasis der Hardware, ja. Der Generator, der kreiert die Frequenzen. Und genau, dazu braucht man ein Stromkabel, ein USB-Kabel. Und der Booster. Die Kontakt, also das ist die Option, die Frequenzen direkt an den Körper, also die via Kontakt eben hinzuzufügen. Mein Deutsch ist ein bisschen am Rosten. Diese Hardware gibt uns die Möglichkeit, die Frequenzen direkt dem Körper zuzuführen mittels Elektrizität. Also es geht eigentlich hier darum, dass die Frequenzen via Elektrizität in den Körper gelangen. Natürlich nicht allzu stark, also die Voltage sollte nicht mehr als 20 Volt sein. Ihr seht hier, das sind Zylinder, ja, also die kann man dann einfach in der Hand halten und so wird man dann gesappt oder so kriegt man dann eben die Frequenzen in den Körper. Man kann das auch über sogenannte Pads tun, die kann man dann eben an der spezifischen Stelle ankleben, sei das um den Ellbogen, um die Nierengegenden. Wichtig hier, die sollte man nicht überhalb der Schultern, also nicht am Hals oder am Kopf anbringen. Und wenn möglich auch ein bisschen nicht in der Nähe vom Herz. Genau. Wenn es möglich ist, auch, also man kann sie auf Gelenke legen. Es wäre aber besser, wenn es nicht Knochen sind, wo man die, oder wenn es mehr Muskel oder Fettgewebe darunter hat. So, es gibt da verschiedene Größen. Und dann gibt es auch ein sehr interessantes Contact-Kit. Also da habt ihr dann Handschuhe und Socken, die ihr anlegen könnt. Und dann könnt ihr da die Frequenzen so dem Körper zufügen. Ich persönlich verwende meistens die Handzylinder für generelle Behandlungen. Also wenn wir die Menschen behandeln, ist eigentlich 99% der Menschen behandeln wir eben mit den Zylindern, einfach weil es viel einfacher ist. Und wenn man 60 Personen am Tag hat, dann hat man nicht Zeit, da immer wieder die Sticky Pads überall spezifisch anzubringen. Und zusätzlich, meistens haben wir auch nicht die Zeit, jede Person für eine Stunde spezifisch zu behandeln. Also dann gibt es meistens halt einfach ein 20 Minuten, halbe Stunde generelles Programm. Es gibt da einige Frequenzen, die helfen generell für 80% der Probleme. Und in meisten Fällen geben wir einfach ein generelles Programm. Und das hilft eigentlich in sehr, sehr vielen Fällen. Wenn es ein Kleinkind ist, dann nehmen wir oft die Sticky Pads, einfach weil die Kinder nicht gerne 20 Minuten ruhig sitzen wollen. Genau. Für die Biofeedbacks ist es eigentlich immer die Zylinder. Genau. Die Handschuhe, die habe ich, nein, die Wristbänder, die habe ich einmal verwendet. Das war es. Also in 5 Jahren habe ich einmal verwendet. Genau. So, es gibt auch eine Elektrode, die habe ich selbst noch nicht verwendet. Aber die wäre, genau, die kann man natürlich auch verwenden. So. Und was es dazu natürlich braucht, ist ein Kabel, um dann den Generator mit diesen Kontaktoptionen dann zu verlinken, weil sonst fließt die Elektrizität nicht. Alles ziemlich logisch, nicht wahr? Und dann nochmal der Booster. Jetzt für die Kontaktoptionen, die könnt ihr beim Booster entweder hier beim High Contact anschließen. Ist optimaler, weil man da dann auch die höheren Frequenzen kriegt, also die. Zum Beispiel, wenn ihr die Frequenz via Square H-Bomb anwendet, dann hat das viele Oberfrequenzen und die sind eigentlich eben auch gut für die Heilung.
Bei, wenn es zu stark wäre, das Signal, und ihr zu viel Elektrizität empfindet, könnt ihr auch beim kolloidalen Silber hier anschließen. Das Problem hier ist dann einfach, oder nicht ein Problem, aber es hat eine höhere Resistenz und es kommt also weniger Strom durch, aber dann eben auch weniger von diesen hohen oder Oberfrequenzen und es ist somit nicht ganz so optimal. Funktioniert aber immer noch. So, einfach so als Information. Ja, Remote gibt es auch. Das ist eben dann, wie man den Körper behandeln kann, ohne dass man irgendwas halten muss oder da sitzen muss. Also das geht eigentlich, indem man ein bisschen DNA in eine kleine Schachtel hineinlegt und das wird dann, die Frequenzen gehen direkt zum Körper, wo wir jetzt in Deutschland seid, in der Mongolei oder auf dem Mond, dann kriegt ihr dann noch diese Frequenzen. Ziemlich coole Sache. Genau, da braucht man den Boost und das schließt man dann, also das ist die kleine Maschine, die kleine Box und das schließt man dann hier bei BN würde ich das anschließen. Vielleicht ganz kurz für die, die eine Frage haben, ja, warum BN oder MN? BN steht für Magnetic North, or North und MN ist Biological North und MN ist Magnetic North. Könnt ihr einfach so merken, BN ist heilend, MN ist abtötend. Genau. Also wenn ihr nicht sicher seid, würde ich einfach BN wählen. Wenn ihr was spezifisch abtöten wollt, wenn ihr zum Beispiel einen Pilz oder so da reinlegt oder Läuse von euren Katzen, Hunden, dann könnt ihr da die in dieses Remote, in diese Schachtel hineintun und dann könnt ihr das über MN laufen, weil ihr das ja dann spezifisch abtöten wollt. Genau. So, dritte Option, Cold Laser und PEMF, Nahinfrarotlicht und PEMF ist eben der Magnetpuls. So, also das ist auch eine Möglichkeit, wie man Frequenzen anwenden kann. Das hier ist ein Gerät, das könnt ihr euch an das Handgelenk anschließen. Dann habt ihr Nahinfrarotlicht. Und das ist vor allem gut, weil es die ATP-Generation in den Zellen anregt. Durch dieses Licht via Photonen und also es hilft generell mehr Energie zu haben und generell auch einfach, dass die Zellen besser miteinander kommunizieren etc. Das kann man auch in die Nase oder in die Ohren einführen mittels diesen zwei Laser-Ioden und die sind vor allem cool für Menschen mit Alzheimer, Menschen mit Parkinson. Wir hatten einen Fall in den Bergen mit Parkinson, da haben wir diese beiden Lichter in die Nase eingeführt, sieht dann aus wie Rudolf und das war echt erstaunlich. Der war nach 2 Tagen hatte der ja halb so schwere, also schüttelte halb so schlimm. Das war echt massiv besser, sehr sehr eindrücklich. Und wir hatten auch eine Person, die hat nach einem Monat mit diesen zwei Ioden hatte die massive Verbesserung von Alzheimer. Also die konnte sich nicht mehr erinnern, wo sie war und lief 4 Uhr morgens aus dem Haus und wusste nicht mehr, wo sie ist. Und die konnte dann nach einem Monat konnte sie sich wieder erinnern, wo sie wohnt und wusste auch den Namen ihres Ehemannes wieder und so. Das war sehr erstaunlich. Wichtig hier, nein, genau, das hier ist der Magnet Coil. Ja, den könnt ihr auch anschließen und das gibt dann einen elektrischen Impuls. Da spürt man nichts, aber das ist dann auch sehr gut für die Heilung, je nachdem, wo man das braucht. Also wenn man zum Beispiel Gelenkschmerzen hat, ist das sehr gut anzuwenden. Ich würde es nicht für Abtöten von Tumoren verwenden, einfach weil der Coil nicht stark genug ist, um nur einen Magnetpuls wie sagt man, zu emittieren. Also wichtig ist, es gibt ja zwei, es gibt biologisches Norden und der magnetische Norden und je nachdem ist es eben heilend oder abtötend und Tumore möchte man ja hoffentlich abtöten und da braucht man dann eben die eine Seite. Und weil es hier nicht ein groß genuger Coil ist, ist es nicht unbedingt förderlich, weil es kann dann eben sein, dass es auch ein bisschen den Tumor eben vergrößert. Also es ist, wie erkläre ich das am besten? Es gibt Coils, die sehr gut dafür sind. Bei dem hier würde ich aber einfach vorsichtig sein. Man kann das schon probieren, muss dann einfach schauen, wie es geht. Aber für heilende Effekte ist es auf jeden Fall gut. So, wichtig, die Cold Laser nie mit dem Booster anschließen, mit dem
kleinen Ding, den Booster, weil dann könnt ihr die Laser zerstören. Wichtig. So, die also immer bei Out-1 anschließen, direkt in den Generator. Und dann ganz kurz, es gibt da auch noch Plasma und Skalar. Ja, also das sind dann noch zwei weitere Möglichkeiten, wie man das anwenden kann. Hier seht ihr die Plasma-Kugel. Ja, das war also, wie ursprünglich Royal Rife das angewendet hat. Und das hier sind die Skalarboxen. Also das ist dann eigentlich ein Skalarfeld, ein energetisches Feld, wo man dann die Frequenzen hineinlegen kann und man sich dann in das Feld hineinbegeben muss. Das Schöne an diesen beiden ist auch, dass man da nichts halten muss und nicht still sitzen muss. Also man kann sich da ein bisschen bewegen. Und im Skalarfeld kann man zum Beispiel kann man auch schlafen. Also man kann auch die Plasmalampe laufen lassen, weil man während man schläft. Ist also in dem Sinn ein bisschen angenehmer, ein bisschen einfacher, wenn man zum Beispiel eine Patientin hat mit Lyme Disease und die dann 6 Stunden am Tag Behandlung braucht, dann ist es vielleicht nicht immer so angenehm, 6 Stunden da mit den Röhren, mit den beiden Metallstäben zu sitzen. Ja, wir haben am Strand oft mit Plasma gearbeitet. Unsere Maschine ist dann leider ausgebrannt wegen der salzhaltigen Luft. Aber wir hatten einige Patienten mit Krebs und einer mit Pankreas, der war nach 5 Tagen, sagte die Maschine das Feedback, dass er keinen Krebs mehr hat. Und der hat dann zwei Biopsien gemacht. Und es war dann tatsächlich so, dass der keinen Krebs mehr hatte. Und ja, der schlief im Skalarfeld, der hat 5 Stunden pro Tag das Plasmalicht gekriegt. Und war ziemlich erstaunlich. Ich habe das selbst nicht geglaubt, dass das nach 5 Tagen weg sein kann. Wir haben dann noch 3 Wochen einfach weiter behandelt und danach hat dann zwei Biopsien gemacht und die waren beide negativ. Also das war ziemlich cool. Genau. Ja. So, und zum Generator X, warum man oder was genau die Unterschiede sind zwischen diesen beiden Generatoren, die wir am Anfang gesehen haben. Falls das jemand nicht weiß, der Generator X, da hat man eigentlich zwei Generatoren in einem. Also ihr könnt dann eigentlich, wenn ihr wollt, zwei Personen gleichzeitig behandeln oder zwei Therapien gleichzeitig vollführen. Also zum Beispiel könntet ihr den Remote anschließen und dann über DNA-Frequenzen eurem Körper zufügen und dann auch gleichzeitig über Kontakt oder über die Laser ein Programm ausführen lassen. Also es ist möglich und ist eigentlich auch anzuraten. Ja, also es stört dann auch nicht, wenn ihr zwei verschiedene Programme gleichzeitig laufen habt. Oder eben, wenn ihr zwei Personen gleichzeitig behandeln wollt, via Kontakt oder so. Alles möglich. Ihr könnt damit auch alle Biofeedback-Scans machen, also die kurzen Scans. Es gibt die Möglichkeit, dass ihr Scans machen könnt via Speichel oder Blut. Zum Beispiel, das kann man eben auch mit dieser Maschine. Oder auch ein Scan via Skalarfeld. Ist auch eine ziemlich coole Sache. Ihr könnt das Skalarfeld quasi scannen, indem ihr euch da reinlegt und dann scannt, was genau, wo der Körper oder wo das Skalarfeld quasi reagiert. Dann weiß die Maschine, ah, bei dieser Frequenz, da ist ein Problem. Und dann gibt es dann eben die Analyse, was genau das sein könnte. Ihr könnt auch die Programme auf die Maschine direkt speichern und dann könnt ihr das ohne PC ausführen. Und es ist eigentlich auch eine ziemlich coole Sache. Vor allem, wenn ihr eben unterwegs seid wie wir, dann ist es cool, wenn ihr dann einfach Programme hineinspeichert und dann könnt ihr einfach die Maschine anschließen und dann brauche ich nicht immer meinen PC dabei zu haben. So, weil das geht bei der XM, beim XM-Generator geht das leider nicht. Man kann nur eine Person behandeln. Ja. Man kann nur den Pulse-Scan durchführen, also all die anderen Scans sind leider nicht möglich und der PC muss immer angeschlossen sein. Also der X, Generator X ist eigentlich das Upgrade und ja, die Kosten, es ist glaube ich um die 300 € teurer für den Generator X, aber eben es lohnt sich schon, auch wenn man dann eben Biofeedback-Scans durchführen will. Genau. So. Mit beiden Optionen könnt ihr aber alle Frequenzprogramme durchführen. Also falls es jemandem nicht wichtig ist, einen Biofeedback-Scan durchzuführen, dann kann man natürlich die XM kaufen. Es ist auf jeden Fall so, dass diese Maschine eigentlich die versatilste Maschine ist, die es da gibt mittlerweile da draußen.
weil ich glaube, es gibt keine andere Maschine, die all das kombiniert hat und dann auch die ganzen 60.000 Frequenzen gratis dazu gibt. Und ich meine, für um die 900 € kriegt ihr all diese Hardware ohne Skalar und Plasma, aber alles andere mit dem Generator X. Also da kriegt ihr ein ganzes Set, das wirklich sehr viel leisten kann. So, ja, wie stellt man das ein? Hier seht ihr ein kleines Bild mit den Kontakt. Also wir gehen jetzt einfach mal durch den Kontaktmodus, weil ich glaube, das ist für viele das Wichtigste. Die Laser ist dann eben einfach ohne Booster. Und Remote wäre eigentlich gleich wie Kontakt. Also logischerweise muss man dann den Generator mit dem PC-Kabel verbinden, wie ihr bei Nummer 1 das USB-Kabel sieht. Ja. Dann Nummer 2, falls ihr einen Booster verwenden wollt, könnt ihr den so anschließen an den Generator bei Out1 und Out2. Und dann das Ganze mit dem Equipment verbinden, also das Kontaktkabel. Wie hier sieht, bei Nummer 3 anschließen. Oder wenn das die Plasmakabel sind, muss man dann die anschließen. Und dann das Ganze mit dem Stromkabel anschließen und den Generator anstellen. Das ist eigentlich so das Ganze. Hier seht ihr das USB-Kabel. Das ist, glaube ich, ziemlich intuitiv, wie man das, wo und wie man das anschließen muss. Und dann auch beim Computer. Ich glaube, das kennt ihr alle. Und dann, genau, könnt ihr das auch, wenn ihr wollt, das Kabel, jetzt hier in diesem Fall ist das das TENS-Kabel oder der Coil oder die Cold Laser-Kabel oder auch die Kabel für das Plasma könnt ihr direkt bei Out1 hier anschließen. Also das Plasma hat zwei Kabel, das müsst ihr dann Out1 und Out2. Wenn ihr aber nur eines habt, zum Beispiel für Kontakt, geht das immer ins Out1. Es sei denn eben, ihr habt den Booster. Und hier seht ihr, wie das dann mit dem Booster aussieht. Da hat man das Ganze. Der Booster geht bei Out1 und Out2 hinein und dann der Laser Cold, nein, der Coil hier ist angeschlossen bei High Contact oder das kann man eben auch Colloidal Silver dann sein. Die beiden Anschlüsse. Genau. So. Es gibt also eine kleine Verankerung, wenn man das so hinein anschließt und dann eindreht. Ich glaube, das ist auch ziemlich intuitiv, ist einfach dafür da, damit, wenn irgendwie man das Ganze bewegt, dass das dann nicht sich loslöst. So, hier noch eine Nahaufnahme. Ja, also nochmals eben High Contact, das wäre eigentlich im Normalfall für die Kontaktbehandlung. Wenn es zu stark sein sollte, könnt ihr dann eben auch hier über das Colloidal Silver. Für den Booster könnt ihr den unten links nehmen, da steht BN, das sieht man hier nicht. Beim rechten unten könnt ihr das sehen, da steht MN. Also immer den links verwenden, wo BN steht. So. Und dann sollte das in etwa so aussehen und dann ist die ganze Hardware, und das ist der einfache Teil, damit schon gemacht. Stromkabel, das ist auch ziemlich intuitiv wichtig, nur hier zu wissen, falls ihr beide Generatoren habt. Der Generator X, der benötigt ein bisschen mehr Strom, der benötigt 12 Volt und der Generator XM 5 Volt, also einfach nicht die Kabel da vermischen. Genau. So, und dann noch eine kurze Info, wie man das anschließt. Ich glaube, es ist wirklich auch, das ist ziemlich intuitiv. Da gibt es einen On-Off-Knopf. Also, sobald das alles angeschlossen ist, könnt ihr die Maschine da anstellen und beim Generator X ist das dann hier diese kleine Knopf, wo man auch so ein On-Off-Signal sieht. Ja, und dann ist die Maschine an und dann muss ich zur Software und herausfinden, wie das geht. So, falls ihr wirklich neu seid, ich habe den Link hier mit einbezogen. Also der kommt dann am Ende der ganzen Vorstellung hier, werdet ihr den nochmal sehen. Also es geht dann darum, natürlich die Software muss man herunterladen und auf den PC installieren und dann eben starten. Die ganze Installation dauert in etwa 5 Stunden. Jetzt das Problem ist leider nur für Windows möglich. Ihr könnt das auf einer Mac-Maschine laufen lassen, aber dann müsst ihr dann eben das Windows Operating System so einstellieren, dass es dann eben auch Windows-Programme lesen kann. Und dann müsstet ihr dann einfach immer switchen. Für diejenigen, die das machen wollen, ist das möglich. Ist auf jeden Fall einfacher, einen kleinen Windows-Computer zu kaufen und es dann darauf laufen zu lassen. Genau. Aber für diejenigen, die einen Mac haben,
Ist möglich, ist aber nicht unbedingt einfach. So, ja, also die Übersicht. Ich habe das versucht, so einfach wie möglich irgendwie zu gestalten, weil es gibt ja wirklich sehr, sehr viel Möglichkeiten und Optionen. Schon nur, wenn man bei den Voreinstellungen schaut, da gibt es eine Unmenge an möglichen Voreinstellungen. Und ich glaube, für den Anfänger ist das sehr, sehr überfordernd. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, nach 5 Jahren, ich habe noch nicht mich durch alles durchgearbeitet und alles versucht. Also es gibt da wirklich sehr, sehr viel. Und ich glaube, man muss auch wie, um wirklich alles bis ins letzte Detail zu verstehen, muss man Elektriker, Ingenieur und Arzt gleichzeitig sein. Ich bin weder noch, aber versteh einiges über Frequenzen und wie das alles funktioniert. Aber eben, man kann da wirklich sehr, sehr tief in die Materie gehen. So, ich glaube, das Wichtigste, und das ist auch das Ziel für heute, ist, die drei wichtigsten Tabs in der Software zu verstehen. Wir werden das gleich sehen. Ein Tab, der nennt sich Presets. Das ist eigentlich Voreinstellungen auf Deutsch. Und hier geht es vor allem darum, welche Therapieform will ich verwenden und welche Hardware. Also will ich via Kontakt, will ich via Plasma etc. die Frequenzen anwenden. Dann gibt es der nächste Schritt, wäre dann bei Programs, also da geht es dann eigentlich um die Therapieform spezifisch, welche Frequenzen ich anwenden will und kombinieren will und wie lange ich die laufen lassen will, etc. Also da geht es wirklich darum, dann die Frequenzen auszuwählen. Und genau, es gibt dann ein weiteres Tab, das hier ist in Rot, das ist dann für Fortgeschrittene, wo man dann die ganzen Frequenzen spezifisch noch einstellen kann. Also sei das eine Quadratwelle, sei das ein Sawtooth, ja. Oder eben eine Sinuswelle, will ich die Amplitude höher haben, etc. etc. Ist für Fortgeschrittene, das ist heute nicht wichtig. Wichtig heute ist Control Tab, da geht's dann, das ist eigentlich die Steuerzentrale. Da geht es darum, die Maschine zu starten, zu stoppen. Und ich denke, wenn man das 5, 6 Mal macht, dann ist dann das eigentlich ziemlich intuitiv. So, es gibt auch einen weiteren Schritt, wo man noch weitere zusätzliche Einstellungen einstellen kann. Auch für Fortgeschrittene werde ich heute nicht erwähnen. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, sich mit anderen via E-Mail auszutauschen und eine Datenbank für Probleme, die passiert sind mit der Software. Aber die sind alle nicht wichtig, das werden wir heute alle nicht besprechen. Es geht vor allem um die drei, die hier blau sind. Genau, diese drei hier. So, jetzt hier kurz ein Screenshot von der Software. Ihr seht hier oben, seht ihr Presets. Und ich glaube, ich habe da noch einen Pfeil. Genau, hier Presets, Programs und Control. Das sind die drei, die wichtig sind und die wir heute kennenlernen werden. Genau. Ja, ganz kurz was dazu. Diese Tabs, die dienen eigentlich dazu, der Maschine zu sagen, was wir genau machen wollen. Also es geht einfach darum, das so richtig einzustellen, dass wir dann eben die richtigen Frequenzen auf die richtige Art und Weise anwenden, je nach Hardware und je nach Problem. Und in den Presets eben nochmal, hier wählen wir die Voreinstellungen. Und genau, also hier geht es eigentlich um die Frage, was genau will ich? Und das kann man dann hier einstellen. Und bei Programs wähle ich die Programme, die ich will. Und davon gibt es über 60.000. Ist also nicht immer ganz einfach zu wissen, welches Programm man spezifisch jetzt haben und brauchen will. Und bei Control, da ist es eigentlich dann einfacher, da geht es dann einfach darum, eben die Maschine zu steuern. Also schauen wir uns mal die Presets an. Ja. Da gibt es eine Anzahl von Möglichkeiten von Therapieformen, Hardware. Und ja, ich werde nicht alle bis ins Detail heute besprechen. Was man zum Beispiel auch machen kann, ist dann eigene Therapieformen oder Voreinstellungen programmieren für ein spezifisches Problem etc. Also man kann da wirklich sehr viel machen. Man kann das dann auch so programmieren, dass dann das zu einer bestimmten Zeit erst anfängt, also zum Beispiel 8 Uhr abends, wenn ich schon, oder 10 Uhr abends, wenn ich im Schlafen bin etc. Also da kann man sehr, sehr viel programmieren, aber das würde dann den Rahmen von heute auch sprengen. Wir schauen uns einfach mal, was zur Auswahl steht, an. So, wir haben als erstes Biofeedback.
ist, glaube ich, einer der wichtigsten Programme oder Voreinstellungen. Und die in Blau sind, das sind eigentlich die zwei, die ich persönlich 90% der Zeit anwende. Also wenn ihr wirklich am Anfang seid, dann würde ich einfach mal mit diesen zwei anfangen und dann kann man sich dann so hocharbeiten. Bei Biofeedback, da geht es eigentlich darum, da findet man alles, wie man den Körper scannen will. Ja, also da geht es darum, um eben Biofeedback-Scans. Wenn ihr also was scannen wollt, müsst ihr auf die Biofeedback klicken. Dann gibt es Voreinstellungen zum Covid, ja, spezifische Krebstherapien. Das ist eigentlich ein Programm, das hat einer entwickelt. Das geht über mehrere Wochen. Und wir können uns das dann kurz anschauen, wenn ihr das wollt, wo es dann eben verschiedene Schritte gibt. Und also das dauert dann eben mehrere Wochen. Da hat aber jemand schon ein spezifisches Programm erstellt mit Voreinstellungen und allem, da muss man dann nicht mehr spezifisch Programme hineinwählen. Also es wurde schon entwickelt und durchaus möglich, das mal anzuwenden. DNA, da findet ihr alles Spezifische zu Bakterien, Viren, Pilze etc. Also wenn ihr spezifisch jetzt einen Bacillus abtöten möchtet zum Beispiel, könnt ihr das auch eben machen, indem ihr hier über die Voreinstellungen zu DNA geht und dann da den Bacillus sucht. Detox sind spezifische Entgiftungsprogramme. Environmental sind dann eben Programme für Umwelt, also Pilze im Haus, Läuse vom Hund, von der Katze. Können auch Probleme sein mit Pflanzen, ja, also Pilzinfektionen bei Pflanzen etc. Das findet man alles hier. Frequency Sweeps, das sind eigentlich ja, auf eine Art und Weise holistische Programme. Also da könnt ihr einen Sweep starten. Das geht dann von einer spezifischen Frequenz rauf und wieder runter bis zu einer anderen Frequenz. Und das rennt einfach alles hindurch. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt für Krebs, das ist ja meistens um die 100.000 Hertz, sind die Krebskrankheiten. Da kann man zum Beispiel dann einen Sweep machen von 100, sag ich mal, von 90.000 bis 150.000 als Beispiel. Und dann geht es einfach rauf und runter und zappt quasi alles, was da sich befindet. Also wenn ihr nicht genau wisst, was das Problem ist, könnt ihr zum Beispiel auch das machen, einfach den Körper sweepen, während ihr schlaft. Und genau, dann habt ihr so euch behandelt. Unter Heal findet man alle Heilungsprogramme. Also das ist für das generelle Wohlbefinden, für Nahrung, also Micronutrients. Da gibt es auch interessante Programme. Miscellaneous ist divers. Ja, also zum Beispiel, wenn ihr kolloidales Silber machen wollt, hier findet ihr alles, was nicht in eine andere Gruppe gepasst hat. Wenn ihr spezifisch Lyme oder Morgellons behandeln möchtet, gibt es da auch schon vorbereitete ganze Programme. Das sind auch über mehrere Wochen dauern die. Und Radionics, das lasse ich heute mal aus, das ist, ja, sprengt den Rahmen. Da geht es eigentlich darum, dann gewisse globally oder so mit Frequenzen zu also Frequenzen in Globulis zu speichern und dann hat man quasi homöopathische Mittel. Und eben Empty Shell ist für mich das Wichtigste, weil das sind eigentlich Voreinstellungen ohne Programme. Also das könnt ihr euch vorstellen, wie das programmiert den ganzen Rahmen. Also sag ich eben, okay, ich will diese Art von Therapie, sei das heilend oder ich will spezifisch was abtöten. Und dann auch, ich will das via Kontakt, via Plasma, via Skalar machen, aber es hat keine Programme. Also da muss ich dann eben selber noch die Programme hineinziehen. Unter User findet ihr dann die Programme, die ihr selbst kreiert habt. So. Also hier links, ihr seht, ich sehe da nicht die Pfeile. Genau, also hier unter 1 und 2, da seht ihr, also bei Nummer 2, da seht ihr all die Voreinstellungen, durch die wir jetzt gerade uns gearbeitet haben. Alles sehr kurz und oberflächlich, weil es eben wirklich sehr viel Material ist. Aber hier findet ihr eben alle Therapiemöglichkeiten, alle Voreinstellungen. So, das kleine Haus hier, das unter der Nummer 1 ist. Wenn ihr da draufklickt, dann geht ihr wieder ganz an den Anfang zurück. Ist noch gut zu wissen, wenn ihr nicht mehr wisst, wo genau ihr in den Voreinstellungen seid, könnt ihr aufs Haus klicken und dann geht ihr ganz an den Anfang zurück.
war für mich am Anfang auf jeden Fall hilfreich, weil es eben wirklich sehr überfordernd aussieht, das Ganze. Und unter Nummer 2 eben habt ihr alle Preset-Möglichkeiten. Wir klicken jetzt für die Fotos hier mal auf Shell, Empty Presets. Und nochmals als Idee, was genau mache ich hier? Also, falls ihr schon nicht mehr wisst, was genau ich hier am Machen bin, es geht eigentlich hier darum, alle Voreinstellungen einzustellen. Also, will ich detoxen? Will ich einen Scan durchführen? Will ich spezifisch was abtöten? Will ich einfach generell für das Wohlbefinden eine Therapieform oder eine Session durchführen, etc.? Also, das wird eigentlich alles hier eingestellt. Wenn ich dann eben eine der Voreinstellungen gewählt habe, dann geht es darum, der Maschine zu sagen, welches Gerät wähle ich. Ja. Weil je nach Gerät hat es eben unterschiedliche Amplituden etc. Und es ist noch wichtig, das dann korrekt einzustellen. Nicht, dass ihr dann die Plasmakugel explodieren lasst oder so. Sollte nicht passieren, es ist dann einfach weniger effizient. Genau. Also das muss man eben auch hier in den Voreinstellungen dann einstellen. Wir haben jetzt hier in unserem Beispiel auf Shell Empty Preset geklickt und dann seht ihr unter der Nummer 2 kommt dann gleich das nächste Menü. Also hier seht ihr, da sind wir in Shell Empty Preset und jetzt muss ich hier eben wählen, will ich das via Kontakt, via Plasma, Remote etc. Ihr seht auch Footbath, ja, also es wäre dann ein Fußbad, ist auch möglich. So, wir sind in Shell Empty Preset, wie gesagt. Wir erhalten hier die Liste mit allen möglichen Geräten. Und bei der Nummer 3, die zwei Pfeile, die nach oben gehen, wenn ihr da draufklickt, dann geht ihr einen Schritt zurück. Also beim Haus geht ihr ganz an den Anfang. Bei diesen zwei Pfeilen geht ihr einfach eine Stufe zurück. Jetzt in diesem Fall wäre dann das die Voreinstellung von der Therapieform, also eben Shell Empty Presets in unserem Fall. Genau. Wir werden das dann auch noch an Beispielen dann wirklich live durchgehen. Also keine Sorge, falls das irgendwie überfordernd ist. Wir werden uns das noch anschauen. Und dann je nach Gebiet und Gerät kann man dann diverse Optionen anwenden. Also eben will ich eine Art und Weise von Frequenztherapie anwenden, die spezifisch DNA abtötet, zum Beispiel nach der Methode von Anthony Holland. Oder will ich Square Waves, also Quadratwellen anwenden? Oder bin ich mir nicht ganz sicher, will ich heilen oder abtöten? Ist das Programm wirklich nur zur Heilung oder Arthritis? Sind die Frequenzen jetzt abtötend? Sind die heilend? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, dann wähle ich dann spezifisch eben die Methode. Und das sieht dann so aus. Also wir sind jetzt hier, wir haben jetzt auf Shell Empty Preset geklickt und dann auf Kontakt. Und jetzt in Kontakt, also jetzt weiß ich, okay, ich will eine Therapie anwenden via Kontakt, also via die Zylinder zum Beispiel. Und jetzt habe ich hier eine Liste von Programmen oder von Methoden. Ja, welche wähle ich jetzt aus? Ihr seht, da gibt es Anthony Holland, da gibt es Aubrey Schoon, DNA, etc., etc. Jetzt habe ich hier 15 verschiedene Optionen nur für den Kontaktmodus. Ihr seht, es ist wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich und man hat sehr viele Optionen und das kann wirklich überfordernd sein. Ihr seht bei der Nummer 1, wo wir sind, eben Shell Empty Preset slash Contact. Und jetzt haben wir hier eben all die Methoden, die Auswahlmöglichkeiten, wie wir jetzt die Frequenzen anwenden wollen. Falls ihr nicht wisst, was ist, ihr seht bei Nummer 3, ich glaube, ich muss da mein Gesicht vielleicht kurz bewegen. So, da seht ihr eine kurze Beschreibung. Jetzt, die ist leider halt auf Englisch. Ich kann vielleicht ganz kurz was dazu sagen, generell, wenn ihr was spezifisch abtöten wollt. Anthony Holland und Aubrey Schoon sind da sehr interessant. Anthony Holland hat herausgefunden, mit der 11. Harmonie kann man jede Art von Krebszellen sehr, sehr effektiv abtöten. Also innerhalb 10 Minuten sind um die 60% von Zellen abgetötet. Es gibt da einen TED-Talk dazu auf YouTube, der ist sehr, sehr interessant. Da sieht man dann das auch im Mikroskop, wie eben die Zellen zerplatzen. Das wäre Anthony Holland, falls ihr was spezifisch abtöten möchtet. Für Aubrey Schoon, das hat ein Hertz, also ein Hertz Offset. Wenn ihr zum Beispiel die Frequenz 50.000,
ich sage jetzt mal, das irgendwie Lactobacillus oder so. Und ihr wollt die attackieren, dann Aubrey Schoon geht quasi ein Herz darunter und darüber und attackiert eigentlich die ganze Breite zwischen 49.999 Hertz und 5.001 Hertz. So, und er ist ein englischer Wissenschaftler und hat herausgefunden, dass das auch sehr effektiv sein kann. Genau, dann gibt es eben auch zum Beispiel noch Killing, Golden Ratio, Healing. Falls ihr nicht sicher seid, ob ihr jetzt was abtöten oder heilen möchtet, nehmt den untersten Universal Square Age Bomb, weil das sind dann die Quadratwellen und die sind eigentlich, die haben alle Obertöne, also es ist gut für Heilung, aber auch für die Abtötung, falls man sich da nicht sicher ist. Genau, ich glaube, ich gehe nicht durch die ganze Liste hindurch, weil das ist eben wirklich sehr viel Information. Aber es gibt eben immer eine kurze Erklärung und vielleicht können wir dann in der Zukunft mal wirklich spezifisch durch die ganzen Möglichkeiten hier hindurchgehen. So, unter Nummer 4 seht ihr dann, da ist dann eigentlich aufgelistet, was man ausgewählt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, oder kurz einfach als Info, 90% der Behandlungen, dann nehme ich Universal Square Age Bomb und dann eine Frequenzliste, die eben für 80% der Fälle helfen. Also wenn viele Menschen, die kommen mit generell mit Schmerzen, weil sie auch zu viel arbeiten, also Muskelschmerzen, Knochenschmerzen, Gelenkschmerzen, oftmals auch gastrointestinalen Problemen, also Gastritis ist etwas, was man ganz oft sieht. Diabetes ist quasi jede vierte Person hier. Hat auch einige mit Krebs, da fahren wir dann ein anderes Programm, aber so für das generelle Wohlbefinden, weil wir halt einfach nicht die Zeit haben, ein zweistündiges Diabetesprogramm für jede Person zu fahren, wähle ich sehr, sehr oft einfach Universal Square Age Bomb im Kontaktmodus. Und dann um die 20 Minuten ein Programm, 30 Minuten, das sich Deafness nennt. Das können wir dann vielleicht auch noch ganz kurz anschauen, weil es da Frequenzen drin hat, die eigentlich für 80% der Probleme helfen. Also falls ihr zum Beispiel jetzt, eure Tante zu Besuch habt und die fühlt sich nicht so gut, ist das gut, kann man da einfach mal ein 20-Minuten-Programm fahren und mal schauen, genau, was es so für einen Impact hat. Und da könnt ihr dann eben zum Beispiel einfach mal Square Age Bomb nehmen und eben das Programm Deafness zum Beispiel. Das schauen wir uns noch an. So, also meistens finde ich mich selber hier und verwende diese Programme. Wenn wir aber dann spezifisch einen Patienten haben, wo wir dann eben mehrere Wochen damit arbeiten können, dann sieht das natürlich dann schon auch anders aus. So, wir sind jetzt hier im Anthony Holland 11th Harmonic Contact Mode und hier seht ihr dann das kleine C. Einfach noch als Info. Wenn ihr ein C seht, dann ist das für Contact. Wenn es ein R hat in Klammern, dann ist es für Remote. Ein P ist für Plasma und ein S für Skalar. Also so könnt ihr nochmal überprüfen, ob die Voreinstellungen dann eben stimmen. Wunderbar. Das wäre dann auch schon der erste Schritt. Also hier haben wir die Voreinstellungen eingestellt. Und falls ihr mir folgen konntet bis hier, Kongratulation, der erste Schritt ist getan. So, gehen wir zu den Programmen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Hier wird eigentlich dann ausgesucht, welches Programm ich dann fahren will, also welche Frequenzen ich anwenden will. Und hier findet man wirklich, also da findet man fast alles. Ihr findet homöopathische Mittel, ihr findet essentielle Öle, Bachblüten. Man findet Mineralien, Vitamine, Micronutrients, Ergänzungsmittel, man findet allerlei chemische Mittel, Krankheiten, Krankheitserreger, allerlei Arten von Viren, Bakterien, Pilzen. Eben über die ganze Datenbank ist über 60.000 Therapie oder Programme für allerlei Arten von Krankheiten. Und das Coole ist, weil sie jetzt mit Zeit findet, ja, ich habe jetzt irgendwie fünf, sechs Programme, die gut als Kombination helfen für meine Partnerin, die zum Beispiel Lyme Disease hat, könnt ihr dann eben das auch selber in ein Programm schachteln und dann einen spezifischen Namen geben und dann habt ihr ein spezifisches selbstgebasteltes Programm. Also das kann man eben dann auch tun. Werden wir heute nicht anschauen, aber ist nicht allzu schwierig.
Wichtig noch als Information: Einige der Presets, die haben die Programme schon eingestellt. Also es muss nicht sein, dass man das immer dann selbst noch machen muss. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel bei Shell Empty Preset seid, dann müsst ihr das dann selber noch da einstellen. Genau, so, also wir sind jetzt hier im Programm Tab. Dann seht ihr da links bei der, kurz weiterklicken, hier bei, hier seht ihr, wir sind im Programm Tab und unter Nummer 1, da könnt ihr dann den Suchbegriff eingeben, zum Beispiel eben Streptococcus aureus oder Akne etc. Und unter der Nummer 2, da listet es dann all die gefundenen Begriffe auf. Wenn ihr zum Beispiel Stress eingibt, dann gibt es da eine ganze Liste von allen möglichen Programmen, wo das Wort Stress irgendwo vorkommt. Genau, und das sind dann eben je nachdem, wenn ich jetzt da zum Beispiel Krebs eingebe oder Cancer, dann kommen da wahrscheinlich um die 200 Programme. Und jetzt, welches wähle ich? Nicht immer ganz einfach. Und es gibt da auch nicht die goldene, perfekte Lösung. Genau, wenn ihr dann unter Nummer 3 hier seht, ihr dann die Frequenzen. Also jetzt zum Beispiel in unserem Beispiel hier haben wir Akne gewählt. Das ist ein sehr gutes Programm einfach für eine kurze generelle Behandlung, weil die Nummern 727, 778, 880 und 5000 Hertz, die findet man in fast allen anderen Programmen. Also wenn ihr da unter Streptococcus mal nachschaut, zum Beispiel, dann findet man diese Frequenzen fast überall. Und eben hier sieht ihr dann die Frequenzliste unter der Nummer 3 und unter der Nummer 4 sieht man dann auch, in welcher Datenbank die Maschine sucht. Also vielleicht noch ganz kurz, nein, da komme ich später dazu, aber eben die Datenbank, das wäre die Nummer 4 hier. Also da seht ihr die Abkürzungen für Alt, BFB etc. Ich werde dann später noch was dazu sagen. So, wenn ich jetzt ein Programm wähle oder das doppelt klicke, oder dann auf dieses kleine Pluszeichen hier klicke, dann findet ihr das unter der Nummer 3, seht ihr dann, da steht Loaded Programs. Also jetzt, wenn ich da doppelt draufklicke und das da unten auftaucht, jetzt ist das Programm quasi geladen. Ja, also jetzt weiß ich, das ist das Programm, was ich auf die Maschine senden will. Wenn ihr da zum Beispiel dann unten hier bei Loaded Programs nochmals doppelt draufklickt, dann verschwindet es wieder. Oder ihr könnt auch hier auf das kleine X klicken und dann verschwinden alle Programme. Genau, aber wenn es das also hier unter Loaded Programs ist, dann ist das quasi ausgewählt und das wird dann jetzt auf die Maschine hinübergeschrieben. Unter der Nummer 4 findet ihr noch kurz eine Erklärung, die ist auch ganz hilfreich. Da steht jetzt eben zum Beispiel, was genau Akne ist. Und das hat mir sehr, sehr oft geholfen. Zum Beispiel auch, was ich mache, ist, wenn ich ein Biofeedback habe, dann steht da irgendwie Klippel, so und so Syndrom, dann kann ich das hier eingeben und dann das Programm anklicken und dann gibt es mir hier eine kurze Erklärung. Dann muss ich nicht immer auf Google fragen gehen, also ich kann auch die Software fragen. Genau, und jetzt kurz zu der Datenbank, welche Datenbank ich wählen sollte, falls es überwältigend sein sollte, all diese Möglichkeiten. Man kann da eben an- oder abklicken und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel nur die CAFL-Datenbank hätte, dann zeigt es mir nur die Frequenzprogramme, die eben in dieser CAFL-Datenbank sind. Und die wichtigsten sind eigentlich die EDTFL. Das ist eine Liste, die laufend aufgefrischt wird von 12 Kliniken. Ja, also die forschen und die fügen dann Frequenzen da hinzu. Oder eben CAFL, das ist eine die ursprüngliche Royal Rife Liste und die wird auch ständig erneuert und eben auch da, die wird oder ist eben dann auch kommentiert. Also die wurde auch am meisten verwendet. Bio, da findet ihr alles, was natürliche Frequenzen sind, also homöopathische Mittel wie zum Beispiel Arnika für Schmerzen. Proof zum Beispiel ist eine Datenbank, wo ihr alle Programme findet, die wirklich klinisch dann auch bewiesen wurden, dass die helfen. HC, das seht ihr da auch, das ist für Holder Clark. Und es gibt da MW ist für heute, glaube ich, nicht so wichtig. Das wäre alles, was, also alle molekularen Wellenlängen von allerlei Arten eben molekularen Strukturen, Chemie etc. Vielleicht noch wichtig, BFB.
Das sind alle Programme, wo die quasi erstellt wurden durch ein Biofeedback. Also wenn ihr zum Beispiel ein Feedback macht an eurem Körper und dann gibt es eine Liste von Frequenzen und ihr das als Programm speichern wollt, dann könnt ihr das speichern und dann findet ihr das Programm unter BFB. Also das sind alle Programme, die ihr durch ein Feedback erstellt habt. So, nächster Schritt, das nächste Tab, Control. Wir haben es fast, wir haben es fast. Hier steuert man den Generator. Also ich stelle den Generator an, ich klicke auf Pause, ich stoppe die Maschine, etc. Also ihr seht, hier sind wir eben jetzt im Control Tab. Ja, man sieht das hier nicht, weil ich das mit gelb, mit dem gelben Kasten hier überfahren habe, aber da würde Control stehen. Und hier steuern wir eben die Maschine. Wichtig ist, wenn ihr die Presets oder die Voreinstellungen und die Programme gewählt habt, dann jetzt am wichtigsten ist hier bei Override Generator, also ihr seht das unter der Nummer 1, das kleine Kästchen zu klicken und dann bei der Nummer 2 auf den Generator zu klicken oder eben auf die Nummer des Generators. Wenn ihr hier nicht Override Generator klickt, dann werden alle Voreinstellungen und Programme gelöscht. Und dann müsst ihr nochmal anfangen. Das ist mir wahrscheinlich 50 Mal passiert. Kann sehr frustrierend sein, wenn ihr ein Nachtprogramm einstellt mit allerlei Frequenzen für guten Schlaf, Mineralien wie Gold und Meditation Induce etc. Und dann vergesst ihr das Kästchen zu klicken und dann müsst ihr das alles nochmal einstellen. Kann frustrierend sein. Man lernt das mit der Zeit. Wenn man es 4, 5 Mal vergessen hat, dann vergisst man es nicht mehr. Genau. Und dann eben bei der Nummer 2 muss man dann sagen, auf welchen Generator ich das laufen lassen will. Und dann sollten die Programme hier unter Nummer 3 auftauchen. Jetzt hier haben wir eben zum Beispiel Akne ausgewählt. Unter der Nummer 4 seht ihr dann die Frequenzen. Ihr seht jetzt hier sind das die 4 Frequenzen, die ich vorhin erwähnt habe. Und unter der Nummer 5 könnt ihr nochmal schauen und verifizieren, habe ich jetzt wirklich die korrekten Voreinstellungen. In unserem Fall eben Anthony Holland unter Contact. So, und dann ja, sind wir eigentlich ready und dann kann man hier auf Start klicken und das Programm startet. Man kann auf Stopp klicken und das Programm stoppt. Ich glaube, das ist ziemlich intuitiv. Ein paar Tipps. Genau, wenn ihr hier oben hinschaut, da steht File, Database, Global, Utils und Credits. Ganz kurz als Erklärung, File, da kann man arbeiten mit den Programmen, also die kann man erstellen, löschen, zu Default zurückkehren. Genauso hier könnt ihr auch noch Programme selber herstellen, wenn ihr das möchtet. Das wäre unter File, werden wir heute nicht anschauen. Database, da könnt ihr die Datenbank bearbeiten. Also das sind zum Beispiel alle Biofeedback-Scans, die ihr kreiert habt. Die kann man da updaten, löschen, selber einen Namen hineinfügen, weitere Frequenzen hinzufügen, etc. Schauen wir heute auch nicht an. Global, da könnt ihr eben auch, das ist wie Control, da könnt ihr starten, stoppen, etc. Habe ich selbst noch nie verwendet, weil ich immer zu Control gehe. Und Utils, da werde ich heute ganz kurz hineinschauen. Da gibt es ein paar coole Tipps. Hier geht es eigentlich, hier findet man allerlei schöne Sachen, wie zum Beispiel Generatoren finden, falls es die nicht findet, den Bildschirm auf dem Generator ausschalten, falls es zu hell sein sollte in der Nacht. Man kann kolloidales Silber kalkulieren, etc. So, ich gehe ganz kurz, ich wechsle hier ganz kurz. Ah nein, 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 Moment. Also das Ziel jetzt ist, Beispiele anzuschauen. Also wir gehen da live durch 2, 3 Beispiele. Und das Ziel ist eigentlich, dass ihr dann am Ende eben selber ein Programm einstellen und laufen lassen könntet. So. Also nochmals zur Info Presets. Da wähle ich, was ich genau will. Therapieform, welche Hardware, welche Methode. Bei Programs wähle ich dann, welche Programme, welche Frequenz ich anwenden will. Und dann bei Control. Da steuere ich dann die Zentrale oder die Maschine. So, das sind so Beispiele, die wir uns anschauen heute. Also, wir werden ein Programm zur Regeneration mittels Plasmalicht und jetzt werden wir das mal versuchen einzustellen. Also, ich muss hier wechseln zu. Mal schauen, ob ich das machen kann.
Neue Freigabe. Jetzt geht das irgendwie nicht. Ah, hier. So. Also wir wechseln hier zu der Software. So, wir sind jetzt also live hier in der Software. Und ich gehe mal hier zu Presets und ganz an den Anfang zurück. So, also wir sind jetzt hier eben an diesem Anfang und jetzt seht ihr hier all diese Möglichkeiten. Jetzt, wir wollen ein Heilungsprogramm oder ein Programm für die für das Wohlbefinden via Plasmalicht. Und jetzt muss ich zuerst hier von all diesen Möglichkeiten aussuchen. Also ich klicke jetzt mal zum Beispiel, gehen wir mal in das Heal. Ja, da werden jetzt alle Heilungs, Wohlbefinden und so, kann man hier heraus. Suchen. Jetzt seht ihr, jetzt habe ich da drauf geklickt. Ich gehe nochmal zurück, also ich klicke jetzt aufs Haus, dann bin ich nochmal ganz am Anfang. Klicke ich hier auf Heal, Heilung. Und jetzt habe ich hier eben die Hardware. Also will ich das via Kontakt, Plasma, Remote, Skalar. Ich will das jetzt mal via Plasma. Jetzt klicke ich da mal auf Plasma. Und jetzt sieht man hier die verschiedenen Optionen. Ich klicke jetzt mal, ihr seht jetzt, wenn ich da auf Micronutrients klicke, dann seht ihr hier all die Frequenzen und die Frequenzprogramme. Ja, also ihr seht da Vitamin A, Calcium etc. Ich klicke jetzt mal hier auf Healing and Regeneration. Ja, also Heilung und Regeneration. Da haben wir DNA-Heilung, Nerv, also wenn ich da irgendwie Nervenschaden habe, Knochenheilung etc. Ja, jetzt bin ich mal zufrieden mit dem. Dann habe ich das hier eigentlich so schon eingestellt. Und weil ich das jetzt ausgewählt habe, ich kann da doppelt klicken. Hier sieht man, was ich ausgewählt habe, hier unten. Dann muss ich bei Programme eigentlich nichts mehr eingeben, weil ihr seht hier, also ich habe jetzt hier oben auf Programme geklickt. Und jetzt seht ihr hier alle Frequenzen oder Programme, die jetzt eben hier dann laufen werden. Ich muss das kurz hier nach unten verschieben. Und dann kann ich eben hier auf Control klicken und Override Generator, wichtig, klicken und jetzt hier den Generator auswählen. Ich habe keinen angeschlossen, entsprechend habe ich alle Kanäle offen. Ich sage jetzt aber mal, okay, ich will Kanal Nummer 1 oder Generator Port Nummer 1. Und jetzt seht ihr hier, haben wir alle Programme, sind hier aufgelistet. Das ist also alles, was jetzt auf dem Generator dann laufen wird. Und genau, jetzt kann ich hier Start klicken und jetzt läuft die Maschine. Ich muss zum Beispiel auf die Toilette, kann ich hier pausieren oder eben stoppen. So, das wäre das erste Beispiel. Und jetzt gehe ich hier an den Anfang zurück und wir gehen ganz kurz zur Präsentation zurück. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ein gezieltes Abtöten von Salmonella-Bakterien. Ja, also wenn ich jetzt zurück in die Spooky-Software gehe, kann man das auch auf verschiedene Art und Weise machen, natürlich. Ich würde jetzt hier zum Beispiel, gehen wir mal zu DNA, nach zu Bakterien, machen das via Kontakt und jetzt können wir hier Salmonellen suchen. Da können wir ganz runter scrollen, mal schauen, ob das hier unter Salmonellen drin ist. Genau. Jetzt können wir hier, ja, die Frage, welche Art von Salmonellen? Ja, ihr seht jetzt, hier hat es zum Beispiel fünf verschiedene oder sechs verschiedene Salmonellenprogramme oder Voreinstellungen. Und ich wähle jetzt einfach mal eines aus. Können wir auf Programme, und das ist auch schon drin. Und Control, Override Generator. Ich klicke dann mal auf die Nummer 2 und jetzt seht ihr hier das ganze Salmonella Enterica Programm. Jetzt muss ich schon fast ein Arzt eben sein, um das zu verstehen. Aber da wäre jetzt ein 17 Stunden langes Programm. Hier seht ihr die Zeit hier oben. Es wird jetzt 17 Stunden lang dauern. Wäre ziemlich lang, um da die Dinger so 17 Stunden lang zu halten. Ist also nicht ganz optimal für den Kontakt. Jetzt können wir zum Beispiel auch zurück und sagen, okay, ich mache das einfacher. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf Shell Empty Presets, gehe zu Kontakt
und wähle jetzt zum Beispiel eben Anthony Holland, weil ich ja gezielt Salmonelle abtöten will. So, ich mache da Doppelklick und wenn ich jetzt auf Programme gehe, dann seht ihr, hier ist nichts drin. Jetzt muss ich also die Programme eben selber auswählen und ich schreibe hier mal Salmonella rein. Ich klicke Enter und es kommen all die Programme, die ich hier habe für Salmonella. Ja. Jetzt, ich gehe eigentlich nie hier rein und wähle dann diese DNA-Programme, sondern was ich eben meistens mache, ist, ich schaue hier für EDTFL oder CAFL oder PROV, also für Proven, weil das halt eben die meist etablierten Frequenzprogramme sind. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel ein 75-minütiges Programm für alle Art von Salmonella. Oder eben hier zum Beispiel das EDTF-Programm für Salmonella Infections, also generell. Und wenn ich zum Beispiel nicht weiß, welche Art von Salmonella-Infektion es ist, kann ich zum Beispiel einfach das mal auswählen. Und wenn ich viel Zeit habe, könnte ich da zum Beispiel noch ein weiteres hinzufügen, zum Beispiel hier, wo dann steht einfach Salmonella, CAFL. Und jetzt klicke ich die beiden mal rein und dann kann ich hier hinüber zu Control gehen, klick Override Generator, klick auf die Nummer 3. Und jetzt seht ihr, habe ich ein 36-minütiges Programm generell für Salmonella. Und wenn jetzt eben jemand zum Beispiel diese Erkrankung hat, würde ich einfach das so mal laufen lassen und schauen, wie es der Person geht nach einer Woche. Hat es geholfen, hat es nicht geholfen? Und je nachdem muss man da halt dann das anpassen. Also es kommt wirklich immer von Fall zu Fall drauf an. Also wenn jetzt eben jemand eine Salmonella-Infektion hat, kann ich nicht sagen, okay, dann müsste jetzt genau zu DNA und dann eben Bakterien und dann muss man schon wissen, welches spezifisch man attackieren will, wenn man das so wählen muss. Und weil ich das halt oft nicht weiß in den Bergen, weil ich da nicht wirklich die Zeit dafür habe, auch gehe ich einfach auf Shell Empty Preset und wähle dann so generelle Programme, die hier eben im EDTFL oder CAFL in der Datenbank da drin sind. Cool, okay, wir gehen zurück zu der zu den Beispielen. Ich gehe ganz kurz noch zum Biofeedback-Scan, weil ich glaube, dass das noch wichtig sein könnte. Genau, also hier Biofeedback-Scan, da müsst ihr dann eben hier auf Biofeedback-Scan logisch klicken. Und jetzt seht ihr hier all die Möglichkeiten. Hier haben wir Generator X, Sample Digitizer, Scalar Digitizer und Spooky Pulse. Ich glaube, es würde den Rahmen sprengen, die alle einzeln noch jetzt zu besprechen. Ganz kurz, Generator X, das sind einfach alle via Kontakt. Ja, also ihr seht, das ist überall ein C, also da muss man alles über Kontakt den Scan machen. Fast ist einfach für schnell. Genau. Und wenn ich einen Schritt zurückgehe, Sample Digitizer, das wäre dann eben mit den zwei Platten, wo man Speichel hineinlegen kann und das wird dann so analysiert. Sehr coole Sache. Oder man kann auch Blut hineingeben, zum Beispiel. Man könnte, glaube ich, auch Urin und das dann eben scannen. Und dann Scalar Digitizer, das wäre dann für das Biofeedback via Scalar. Genau, wir wählen jetzt hier einfach mal Generator X und Fast Biofeedback Scan. Ich klicke das doppelt, damit das dann hier unten auch angegeben wird. Und dann kann ich hier über Control, Override Generator und klicke Nummer 5. Und dann hier unten, jetzt muss ich das nochmal bewegen, hier kann man dann Scan klicken und dann startet das. Für diejenigen, ich weiß nicht, ihr macht einen Scan und dann kommen da die 10 Frequenzen und dann klickt ihr das weg und dann ist das irgendwie weg. Dann könnt ihr hier auf Analyze klicken. Und dann seht ihr, dann kommt ihr in die Datenbank auf eurem Computer, wo all die Biofeedback-Scans gespeichert sind. Ihr könnt jetzt auch zum Beispiel auf das letzte klicken, wenn ihr das irgendwie verloren habt. Dann könnt ihr auf Öffnen klicken und dann taucht das Ganze noch auf. Also das sieht dann eigentlich in etwa so aus, wenn ihr einen Scan vollführt habt, dann habt ihr hier die Frequenzen und dann, die es gefunden hat. Genau, da könnt ihr hier auf Go klicken. Und dann wird es das Ganze suchen, was genau es dann ist. So. Okay, wir gehen zurück.
Ja, und jetzt der coolste Part. Also falls ihr noch aufnahmefähig seid. Ah, nein, ich habe da noch gar nicht ganz fertig mit dem Control. Ups. Genau, also noch kurz bei der Nummer 1, da seht ihr die Laufzeit, wie lange das ganze Programm laufen sollte. Bei der Nummer 2, da könnt ihr eben dann Start, Stopp etc. klicken. Wenn das Kästchen unter der Nummer 3 da grün ist, dann wisst ihr, das Programm ist am Laufen. Also da gibt es auch verschiedene Farben. Wenn es, ich glaube, wenn es violett ist, ist es ein Scan. Und wenn es gelb ist, ist es pausiert. Und dann hier unter der Nummer 4 und unter der Nummer 5, da seht ihr, welches Programm im Moment am Laufen ist. So, das wäre es. Wenn also alles richtig eingestellt ist, solltet ihr bei den Generatoren hier die Frequenzen sehen. Also ihr seht jetzt zum Beispiel hier beim Generator X, da steht Port 12. Port 12 meint in der Software ist es dann eben hier die Nummer 12. Ihr seht hier die Nummer 12, ja, ist am Laufen. Und hier seht ihr das Programm Anthony Holland oder die Methode und dann hier seht ihr die Frequenz 787 Hertz. Also wenn das so dasteht, dann ist alles korrekt eingestellt und dann wisst ihr auch, okay, jetzt läuft das. Vielleicht noch eine kurze Checkliste, warum noch nicht? Wenn das Kästchen grün ist, ist es am Laufen. Wenn die Zeit hier am Laufen ist, ist es auch am Laufen. Wenn ich die Nummer hier auf dem Generator sehe, ist auch ein gutes Indiz. Genau, und natürlich, wenn ich etwas fühle, ja, wenn die Lämpchen auf dem Booster blinken oder rot sind, ist es auch ein gutes Zeichen. Kann aber sein, dass die Sache läuft, die Frequenz aber so hoch ist, dann sieht man die Lichter nicht. Also wenn die Lichter aus sind, aber man hier Kästchen grün und so, dass alles läuft, dann das stimmt schon. Also es kann sein, dass der Booster die Lämpchen nicht leuchten. Ja. Und Plasmakugel eben, wenn die leuchtet, ist auch ein gutes Zeichen. Okay, Tricks. Ich werde ganz kurz euch das zeigen. Also wie erkenne ich, welchen Generator ich habe? Ja, also welcher Port gehört zu welchem Generator? Wie schalte ich den Bildschirm aus, sodass der nicht leuchtet? Wie stelle ich ein Programm ein, sodass es unendlich sich wiederholt, zum Beispiel wie die ganze Nacht? Und wie kann ich die Dauer eines spezifischen Programmes verändern? Ich will euch das ganz kurz zeigen, weil ich glaube, das sind wirklich coole Tipps, die sehr viel Kopfschmerzen verhindern. Also die sind alle unter Utils. Wenn ich da mal draufklicke, jetzt seht ihr hier eben zum Beispiel Identify Generators. Und wenn ich da draufklicke, geht es mir alle Generatoren hier suchen. Ja, ich habe jetzt keinen angeschlossen, entsprechend zeigt es mir alle. Wenn ich einen angeschlossen habe, dann gibt es mir eben dann die Nummer, also Generator so und so, hat die Nummer 5. Ist sehr gut. Man sieht es auch auf dem Bildschirm des Generators, sieht man auch die Nummer. Das Weitere, wenn die zum Beispiel, wenn die Maschine oder der PC den Generator nicht mehr erkennt, könnt ihr hier auf Rescan Devices klicken und dann sucht die Software nochmal alle Generatoren. Und jetzt hat der Computer entdeckt, dass es keine Generatoren hat und fragt mich, will ich da das einstellen? Und ich sage ich nein. Und dann gibt es mir eben alle Möglichkeiten hier. Aber wenn ich einen angeschlossen hätte, dann würde mir das hier angezeigt. Wenn ich den Bildschirm des Generators abstellen will in der Nacht, damit das nicht so die ganze Zeit leuchtet, kann ich hier Turn GX Display Off klicken und dann ist der Bildschirm aus. Es sieht dann aus, als würde die Maschine nicht laufen, aber die läuft dann eben schon. Aber dann ist es eben abgestellt. So, und die anderen zwei Punkte, wenn ich ein Programm unendlich lang laufen lassen will, könnt ihr hier bei Programs, geht ihr hier zu Repeat Chain, könnt ihr das 1 hinausnehmen und die 0 hineinschreiben. Und jetzt würde das Programm unendlich lange lang laufen, bis ich da wieder sage, okay, stopp. Wenn ich da eine 1 hineingebe, dann läuft das Programm einfach einmal durch. Bei Dual Multiplier hier kann ich sagen, wie lange ich das laufen lassen will. Es ist bei Default, geht es 180 Sekunden, also 3 Minuten. Wenn ich jetzt zum Beispiel 2 eingebe, dann dauert es doppelt so lang, also dann eben 360 Sekunden oder 6 Minuten pro Programm. Also da kann man auch, wie ihr seht, da kann man wirklich unendlich viel einstellen.
Und wir haben noch gar nicht in die Settings hineingeschaut. Ich kann euch das kurz zeigen, wie das hier so aussieht. Da kann man auch noch sehr viel einstellen. So. Aber ich glaube, das ist für heute genug Info, um eben dann ein Programm laufen zu lassen. Also ihr solltet heute jetzt eigentlich genug Informationen haben, um mit dem Generator X ein Programm laufen zu lassen. So, ihr findet mehr Informationen generell unter diesen Links hier. Es gibt eine Telegram-Gruppe. Hier sind die Links. Und für Deutsch gibt es eben eine spezifische Website, jetzt www.spooky2.de oder eben auch eine Facebook-Gruppe und auch eine Telegram-Gruppe. Ich denke, die meisten hier, die sind in der Telegram-Gruppe. Und hier wäre dann der spezifische Links für die Download-Page. So. Ja, wollen wir mal anfangen mit den Fragen? Oder noch ganz kurz, ich mach das, ich beende hier noch die Vorstellung ganz kurz. Also ganz kurz zu unserer Arbeit. OneQ Club, das ist das Logo. Und einfach ganz kurz, wir haben, hier ist ein bisschen Info zu unseren Kliniken, falls ihr das mal kurz durchlesen wollt. Ich gehe da nicht mehr zu viel ins Detail hinein, aber wir hatten eben Tausende von Menschen, wir hatten viele Krebspatienten, die unter anderem Non-Hodgkin-Lymphoma, Pankreaskrebs, Krebstumoren, also Glioblastoma, Krebstumoren im Gehirn, aber auch zum Beispiel eine Person, die hat einen Krebstumor in der Gebärmutter, 70, 72 Kubikzentimeter, das ist nach 4 Wochen verschwunden. Wir hatten Menschen mit Parkinsons, mit Epilepsie, mit Demenzia, mit viele Menschen, mittlerweile 4 Menschen mit Schlaganfällen, die Lähmungen hatten, die sich dann aber wieder erholen konnten und rehabilitiert wurden. Hunderte von Menschen mit Zysten in den Eierstöcken, die verschwunden sind, und Tausende von Menschen mit Infektionen, die eben auch durch dieses Rifing, durch die Frequenztherapie wieder gesund wurden. So, hier, Entschuldigung für das Bild, das ist, ich weiß, ziemlich schrecklich. Hier ist ein Verlauf von einer Patientin, die Diabetes hatte. Die wollten das ganze Bein abschneiden, vom Knie abwärts. Und das hier ist der Verlauf. Ihr seht hier links der erste Tag und rechts nach 4 Wochen. Ja, ziemlich, ziemlich eindrücklich der Unterschied. Und ja, das hat sich ziemlich verbessert. Einfach so als Beispiel. Hier noch ein Einblick in eine Klinik. Das war in Quiché, das ist hier in den Bergen. Ihr seht hier die meisten Familien, die kamen und die bleiben dann da auch 4, 5 Stunden, 6 Stunden warten, um dann eben eine Gratistherapie zu kriegen. Hier seht ihr eine Person, die gerade gesäppt wird. Genau, hier unsere mobile Kaffeestation. Also das ist sehr, sehr, sehr einfach. Die auch das ganze Haus und wie wir da leben, also die Nahrung etc. Wir hatten zum Beispiel hier kein heißes Wasser und kein laufendes Wasser. Und ihr seht zum Beispiel, hier haben wir eine kleine Kaffeemaschine, da gibt es so einen Stecker, den kann man einschließen und dann ins Wasser legen und dann wärmt sich das Wasser und so hatten wir uns einen warmen Kaffee. Genau. Und es ist alles gratis, also wir machen das alles auf freiwilliger Basis. Und falls ihr mehr Infos haben wollt, da könnt ihr über www.oneqclub.com das mal kurz anschauen. So, und eben, falls jemand da spenden will und uns helfen will, wäre sehr, sehr schön, sind wir sehr, sehr dankbar, weil wir sind eine private Organisation, also nicht eine offizielle Organisation und wir haben da nicht wirklich Spender. So, wir gehen mal kurz zu den Fragen. Ich gehe da mal ganz an den Anfang rauf. Also, falls ihr jetzt eine Frage habt, könnt ihr die reinhauen. Und super Sound, perfekt. Kann jemand das aufnehmen? Es wird aufgenommen und sollte dann irgendwann. Genau, das wurde ja schon erwähnt hier. Habe kein Facebook, Telegram oder per E-Mail. Wäre auch schon alles. Wie heißen die Programme, die 80% abdecken? Kann ich das hier reinschreiben? Nein. Okay. Die heißen ACNE, ACNE. Das sind eben die 4 Programme oder Deafness, also für Taubheit in Englisch, DEAF. NESS. Das ist ein Programm von, es gibt eines für 28 Minuten oder eines für 32 Minuten, sind beide gut.
Und die haben eben diese Frequenzen drin, die wirklich fast überall enthalten sind. Denn PEMF hast du leider noch nicht erklärt. Pulsed Electromagnetic. Genau, es ist eigentlich ein Magnetpulsar, ja, also ein elektromagnetisches Feld, das da pulsiert. Ja, stell vielleicht die Frage, was genau du wissen willst. Und dann gehe ich zur nächsten Frage. Steve, wie entscheide ich BN oder NM? BN würde ich nehmen, wenn du dir nicht sicher bist, also für generell Wohlbefinden, Heilung oder wenn ich mir nicht sicher bin. NM würde ich wirklich nur wählen, wenn ich was spezifisch abtöten will. Ja, also wenn es zum Beispiel darum geht, eben Salmonella abzutöten oder irgendwie ein Bacillus oder ein Virus oder so. Eben, wenn du nicht sicher bist und wenn du was heilen willst, generell würde ich BN wählen. MN ist wirklich nur, um abzutöten. Hat jemand hier auch schon hineingeschrieben, sehe ich gerade. Hallo aus Wien. Gibt es in Wien eine Gruppe, die das Gerät benutzt und die man kontaktieren kann? Ich kenne jemanden aus Wien. Am besten würde ich mal über die Telegram-Gruppe Deutsch gehen und da hineinfragen. Da gibt es sicher jemand. Okay. Ah, es gibt übrigens einen Coupon. Training 0116 für jemanden, der eine Maschine kaufen will, über www.spooky2.de. Dann habt ihr 5% Rabatt. Coole Sache. Hallo Sebastian, wir sind vor geschnitten Meeting geben. Mir geht es vor allem um Meeting im System. Können wir machen? Ich schreibe mir das mal auf. Fortgeschrittenen Meeting. Wie gesagt, es gibt da wirklich unendlich, also es geht unendlich weit ins Detail. Man kann da sehr, sehr viel anschauen. Können wir aber gerne machen. Vielleicht kannst du mir ein E-Mail schreiben auf oneqclub@gmail.com, was genau du willst, ob wirklich durch die ganze Sache mit Settings und System. Können wir aber gerne machen. Gibt es eine Bedienungsanleitung in Deutsch? Werde ich mal suchen. Genau, hat hier jemand auch schon hineingetan. Wunderbar. Die Folien herunterladen zu können, wäre sehr hilfreich. Ist das möglich? Schreib mir eine E-Mail, alle, die Folien wollen, dann kann ich das via Google Drive veröffentlichen oder ich kann es auch mal mit Penny anschauen. Ich glaube nicht, dass die irgendwo veröffentlicht werden. Ich weiß, dass das Video veröffentlicht wird. Ich kann dir aber sehr gerne die Folien senden. Schreib mir einfach ein E-Mail. Dann kann ich das dir schicken. Eben für Kontakt schaut am besten unter Telegram. Da ist, glaube ich, am meisten los. Telegram ist eine Art von WhatsApp, für die, die nicht wissen, was es ist. Gibt es Erfahrungen mit Spooky zu helfen, in einen Boden zu gehen, wenn es zum Beispiel vergiftet ist? Ha, interessante Frage, Sonja. Versuch's auf jeden Fall. Weil das sollte eigentlich schon leitend sein, das sollte eigentlich schon möglich sein. Ich weiß nicht, wenn du das in den Garten zum Beispiel behandeln möchtest, würde ich mal versuchen. Ich weiß nicht, ob du eine Skalarmaschine oder ein Plasmalicht hast. Wenn du Schadpilze hast, würde ich da mal einfach die Plasmakugel in den Garten legen oder eben das Skalarfeld aufstellen und dann die Frequenzen mal eine Weile laufen lassen und schauen, wie es wirkt. Ich denke, mit Kontakt wird es schwieriger, halt einfach, weil du nur ein Kabel hast. Ich weiß nicht, ob du da, also du könntest zum Beispiel ein Kabel in Out 1 und ein Kabel in Out 2 und dann das in deinen Boden stecken. Versuch's, ich habe noch nie was gelesen, ob das via Kontakt geht, aber via Skalar oder Plasma wäre das auf jeden Fall möglich. Yes. Ich habe. Okay. Kann der Biofeedback-Scan die Art der Salmonella-Erkrankung identifizieren? Generell, wenn du zum Beispiel. Also generell sollte es möglich sein. Es kommt immer darauf an, Nebenwirkungen, wenn ich mich bewege, dann hat das auch einen Einfluss auf den Scan. Also es kann sein, dass es es nicht sofort findet. Wenn du aber jetzt zum Beispiel über den Speichel wirklich einen Scan ins Detail machst, sollte das eigentlich schon auftauchen. Ja. Es kann sein, dass die Maschine das nicht erkennt, weil zum Beispiel die Frequenz so
spezifisch ist, dass es dann, Entschuldigung, die Maschine erkennt nur die Frequenz und dann schaut es, hat es ein Programm zu der Frequenz. Und wenn es jetzt zu der Frequenz nicht wirklich das exakte Programm findet, dann gibt es einfach nichts an. Kann aber sein, dass das dann zum Beispiel die salmonelle Erkrankung ist. Also sollte eigentlich schon identifiziert werden. Genau. Kannst einfach zum Beispiel mal den Scan machen und dann den Scan als Feedback, als Programm quasi laufen lassen. Oder eben Grade Scan, genau. Der Grade Scan ist dann einfach, da schaust du dann spezifisch für Salmonella und dann scannt es einfach in der Gegend spezifisch. So wäre das auf jeden Fall, sollte das auf jeden Fall möglich sein, auffindbar zu sein. Oh, mein Deutsch. Gerät direkt, komme gar nicht klar. Gibt es vielleicht einen lieben Menschen in Schleswig-Holstein? Okay. Telegram. Ich glaube, in Telegram hat es sehr, sehr viele, sehr, sehr engagierte Menschen, die da wirklich helfen. Und ja, also falls da eine Frage sein sollte, Sabine, melde dich doch in Telegram. Ich glaube, da hilft dir sicher jemand. Und ich kann dir auch helfen. Ich bin halt einfach nicht in Schleswig-Holstein. Okay, das sind alles hier. Gibt es in Deutschland Therapeuten, die den Spooky 2 einsetzen? Frag mal auch in Telegram. Ich weiß, es gibt jemanden in Österreich. Wenn ich ein Biofeedback gemacht habe, mit welcher Voreinstellung lasse ich es dann laufen? Killing oder Healing? Biofeedback kannst du zum Beispiel eben Universal Square Age Bomb, also da, wenn ich mir nicht sicher bin. Und ich laufe die eigentlich immer über Anthony Holland. Vor allem, also es kommt immer auf den Feedback drauf an. Wenn es jetzt zum Beispiel Arthritis zeigt, dann würde ich Square Bomb nehmen. Wenn es aber Arthritis ist, aufgrund von also aufgrund von einer Bakterien, würde ich zum Beispiel dann eben Anthony Holland nehmen, um die Bakterien spezifisch abzutöten. Generell, ich würd Square Bomb auswählen, also über Kontakt oder Plasma und dann Square Bomb. Kann man mit dem Colloidal Silver Kit zur Produktion von ayurvedischem Mundöl benutzen? Ich weiß leider nicht, was ayurvedische Mundöle sind. Was du machen kannst, ist die Frequenzen in Wasser laufen lassen. Und die sollten dann eigentlich die Information haben, weil Wasser speichert die Information oder über das Skalarfeld. Kann man in den Remote mehrere DNA von mehreren Personen hineingeben? Kannst du? Wird dann ein bisschen weniger effektiv pro Person. Aber wir machen das, weil wir einfach zum Teil eben 20 Personen haben und dann habe ich zu viel. Zu viele, nee, ich habe nicht 25 Remote-Boxen, um da einzeln die Nägel hineinzugeben. Also das kannst du auf jeden Fall machen. Wie unterscheide ich, ob ich einen der Generatoren Plasma oder Skalar einsetze? Kommt ganz darauf an, was du willst. Du kannst zum Beispiel auch beide gleichzeitig laufen lassen. Plasma ist einfach sehr, sehr effektiv, weil es gibt immer so einen Energiepuls und das ist sehr, sehr effektiv, vor allem wenn du was abtöten willst. Skalar ist mehr die Idee, dass es den Zellen hilft, sich zu regenerieren und untereinander zu kommunizieren. Also es hilft eigentlich dem Körper, sich selbst wieder aufzubauen und zur Normalität zu finden. Wenn du also jetzt einen Krebspatient hast zum Beispiel, würde ich via Plasma einfach pro Tag ein paar Stunden oder je nachdem, vielleicht nur eine halbe Stunde am Anfang, je nachdem, wie heftig es ist. Royal Rife hat mit 5 Minuten jeden dritten Tag angefangen. Wir können das aber heute mehr machen, weil wir halt eben auch schon Programme haben, um zu detoxen und auch Mittel einnehmen können, um dem Detox zu helfen, dem Körper zu helfen, sich zu entgiften. Also ich würde dann mal vielleicht eine Stunde ein Krebsprogramm laufen lassen und dann die Person einfach im Skalarfeld schlafen lassen und dann da vielleicht zum Beispiel Magnesium noch hineingeben, Cesium etc. Genau. Muss der Fingernagel für Remote in Abständen erneuert werden? Ich würde also nach 3 Wochen Behandlung, weil es die DNA ein bisschen beschädigt, würde ich nach 3 Wochen Behandlung einen neuen Nagel hineingeben. Wie bringe ich eine Blutprobe ins Remote?
naja, irgendwie halt Blut aus dem Körper hinauskriegen, also in den Finger stechen und dann zwei, drei Tropfen auf die Platte legen. Nicht ins Remote. Ich habe das nicht ins Detail erklärt. Für die Blutprobe müsstest du via das Sample Digitizer, das sind so zwei Glasplatten, die man aufeinander legt, und dazwischen kommt dann das Blut. Ja, also nicht das Blut in den Remote. Also kannst natürlich schon auch Blut ins Remote tun, weil du DNA im Blut hast. Würde ich jetzt aber nicht empfehlen, weil es dann eben, außer du legst es auf ein Stück Papier, dann geht das. Einfach so, dass du es wieder rausnehmen kannst, ohne dass das Ganze verschmutzt wird. Wie und wo würde, für was nutze ich den PEMF? Den Coil würde ich nutzen für spezifische Schmerzen, wenn du Gelenkschmerzen hast zum Beispiel. Kannst du es auch anwenden, wenn zum Beispiel, wenn du Leberprobleme hast, kannst du da Frequenzen darüber laufen lassen. Es ist schön, also der Puls, der hilft schon, auch für das Abtöten. Ich würde es aber nicht alleine stehen, nur jetzt zum Beispiel, wenn du einen Tumor hast, würde ich es nicht verwenden. Aber ansonsten einfach generell zur Heilung, für Schmerzen. Kann auch für Infektionen ist es hilfreich. Kannst du das anwenden. Oder du kannst es unter ein Glas Wasser legen und dann Heilfrequenzen laufen lassen und dann hat das Wasser quasi die Frequenzen gespeichert und dann kannst du es trinken. Wo war ich? Wie unterscheiden sich die Heilungszeiten zwischen Contact und Remote? Contact ist effizienter. Remote ist sehr viel angenehmer für den Körper, weniger effizient, aber auch weniger intensiv. Also die Heilungszeiten remote definitiv länger, kannst du aber ohne Probleme 24 Stunden lang laufen lassen. Contact ist in dem Sinne schneller, effizienter, aber halt hat dann auch, ist auch ein bisschen intensiver. Also wenn du zum Beispiel Candida abtötest, dann merkst du das mit Kontakt ziemlich schnell, Kopfschmerzen, Unwohl fühlen etc. Genau, ist also effizienter, aber zum Teil halt dann vielleicht auch ein bisschen unangenehmer. Muss der Remote direkt an den Boost angesteckt sein? Mechanisch längere Hebelbruchgefahr. Oder kann ich ein kurzes Coax-Kabel dazwischen stecken? Kannst du? Weiß ich ganz ehrlich. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, du kannst das ohne Problem auch einfach an Out-One anschließen. Muss ich aber noch nachschauen. Bin ich mir nicht ganz sicher. Genau. Also wenn du ein Kabel hast, sollte das eigentlich kein Problem sein. Gibt es denn auch Programme für Elektrosmog? Gibt es. Schau mal unter EMF Detox. Detox EMF Electromagnetic Frequency. Oder Detox generell. Da gibt es schon auch Programme her. Ja. Wie beträgt sich die Stromnetzfrequenz auch bei der Behandlung oder ist das entkoppelt? Gute Frage. Ich glaube, das ist, ich glaube nicht, dass man das mitkriegt. Weil das Ganze ist ja so, ja, ich bin kein Elektriker. Muss ich auch mal nachschauen. Oder ich frage vielleicht mal John himself. Stromnetz. Aufschreiben, damit ich das nicht vergesse. Ja, schreib mir vielleicht ein E-Mail, ich bin mir da nicht ganz sicher. Beim BFB, wenn man das als Preset abspeichert, nimmt man das dann als Healing oder Killing? Kommt ganz darauf an. Ich verwende es oft, ich nehme das Preset und ich verwende es dann oft unter Anthony Holland, also als Killing und als generell. Unter dem Remote lege ich das einfach unter dem Remote, speichere ich das und dann läuft das 24 Stunden. Weil oftmals eben ist man sich nicht ganz sicher, kann man einfach die Square Age Bomb nehmen. Ich wähle einfach das Killing oder Anthony Holland und laufe das Programm ein paar Mal für, falls es irgendwo ein Bakterium oder ein Virus ist, dann wird es quasi ausgeflasht. Generell aber würde ich sagen, genau, mal Killing auswählen und schauen, wie sich das Ganze anfühlt. Kommt immer darauf an.
Programme für Seelenverstorbene, die noch festhängen. Huh. Wow, ihr habt gute Fragen. Ah. Keine Ahnung. Ich wüsste nicht genau, was du da für Frequenzen anwenden würdest. Für dich persönlich schau mal unter Bachblüten. Ich weiß, es gibt Programme für zum Beispiel für Chakras, es gibt Programme für bessere Träume, für auch mental, aber für Seelenverstorbene wüsste ich nicht. Ah, es gibt Programme für Delta Waves oder Theta Waves, Brain Waves, also Gehirnfrequenzen, um dann zum Beispiel einen Theta-Status, also einen meditativen Status zu fallen, ist, glaube ich, 40 Hertz. Schau da mal rein, vielleicht hilft das. Also, ja, Versuch. Man kann da viel experimentieren, auf jeden Fall. Was ist für dich wertvoller für die Behandlung, die Plasma oder die Skalar? Wenn ich schwer krank wäre und nicht wüsste, was ich nicht viel Geld auf der Seite hätte, würde ich, glaube ich, Plasma wählen. Ist einfach am effizientesten. Wenn du gerne experimentierst, würde ich jetzt eher Skalar wählen. Ja. Schwierige Frage. Ich glaube Plasma. Ein Knowledge-Share-Treffen über Zoom wäre klasse. Oh, jeder Bericht über seine Erfahrung. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kann man das in, könnte man in Spooky, in der Telegram-Gruppe mal einen Termin vereinbaren für einen Zoom-Call. Oder vielleicht irgendwie jeden Samstag oder so oder jede Woche einmal einen Zoom halten und den dann einfach, wo man dann einfach austauschen kann und dann kann man das vielleicht auch irgendwie veröffentlichen. Coole Sache, coole Idee, Stefanie. Weitere Fragen, weitere Fragen. Kann man den Sample Digitizer öfter benutzen? Kann man schon. Ich würd den mit Alkohol abwaschen, nicht unter das Wasser legen, weil wenn das in die Seiten Wasser kommt, dann ist das schädlich für die Platten. Genau, also nach der Verwendung einfach mit Alkohol bespritzen und dann abwaschen, das vielleicht zweimal machen und dann kann man die wiederverwenden. Ich würde die Platten einfach pro Person verwenden, also eine Platte pro Person und dann kannst du auf diese Person mehrmals die Platten verwenden und dann eine Baseline hilft einfach falls es da irgendwie Schmutz dazwischen hätte, wird die Baseline, kann das dann quasi wie herausfiltern. Aber ja, kannst du auf jeden Fall wiederverwenden. Kann man ein Programm? Kann man Programme, die man zum Beispiel unter Remote gespeichert hat, auch neu speichern, zum Beispiel unter Plasma, ohne das Programm neu zu erstellen? Leider nicht. Nein, also falls du die Voreinstellungen änderst, müsstest du das Programm auch wieder wählen. Außer du wählst, also du kannst die ganzen Programme speichern. Ich sage jetzt mal, du hast jetzt 20 Programme zu Knochenbruch. Kannst du die alle speichern und dann nennst du das Programm einfach irgendwie Knochenbruch generell oder so. Und dann kannst du das Programm speichern und dann musst du nicht mehr alles auswählen. So machst du dir das Leben auf jeden Fall einfacher, aber du kannst, wenn du die Voreinstellungen änderst, dann ändert es auch die Programme wieder. Genau. Deshalb immer bei den Voreinstellungen anfangen. Habe eine Person gegen Helicobacter mit Plasma zweimal am Tag jeweils eine Stunde behandelt. Patient hat nach 5 Tagen Bauchschmerzen und brach Therapie ab. War das zu viel? Je nachdem, also muss man einfach schauen, was passieren kann, ist, dass wenn die Bakterien absterben, die haben je nachdem Gifte und Viren, also da musst du einfach schauen, dass die Person genug Wasser trinkt, was ja mit Helicobacter, die Menschen, die verleiden nicht gerne oder mögen kein Wasser trinken, also es ist das Bakterium, das sagt, ich will kein Wasser, also die fühlen sich dann schlecht, wenn sie Wasser trinken, man hat so das Gefühl, man muss erbrechen und zweimal am Tag eine Stunde ist viel Behandlung. Also da musst du einfach schauen, dass die Patientin dann eben genug Wasser trinkt. Und wenn es nach 5 Tagen immer noch viel Bauchschmerzen ist, würde ich die Therapie ändern, ja. Könnte sein, dass es zu viel war. Versuch mit kolloidalem Silber da nachzuhelfen. Es ist wirklich wichtig, bei Helicobacter viel Wasser zu trinken. Und ich weiß, die Person, die mag das wahrscheinlich nicht.
Aber das hilft einfach auch eben, um das Ganze zu entgiften. Und vielleicht versuch mal eine Therapie in eine Stunde oder so für genau, generell Wellbeing, Detox Assist Frequenzen auf diese Art und Weise. Sollte hilfreich sein. Entschuldigung, für Boden und Felder wäre dann die Information über Wasserinformation durch die Spule möglich. Genau, du kannst das Wasser, Information ins Wasser legen und dann das aufs Feld geben. Genau, durchaus möglich. Du kannst zum Beispiel auch DNA von den Pflanzen nehmen und das in den Remote legen und da dann zum Beispiel Kupfer, Magnesium und so laufen lassen. Ich habe das mit der Tomaten übrigens gemacht und die Tomaten, die hatten, Tomaten sind schwierig, schwierig und die waren schnell befallen mit Mites, mit kleinen Tierchen. Die habe ich dann genommen und über Remote, also MN, dann eben abgetötet und das hat sehr gut funktioniert. Mit dem Pilz war es, da war es nicht stark genug, das hat dann nicht, leider nicht mehr funktioniert. Aber ich glaube, mit Skalar könnte man da auf jeden Fall helfen. Das will ich noch versuchen, bin noch nicht dazu gekommen. Was macht der Booster genau? Der verstärkt das Signal, genau. Verstärkt das Signal und genau, der kombiniert auch Out-1, Out-2. Also es, ich weiß nicht mehr genau. Ich muss das auch nochmal nachschauen. Aber der Booster, der verstärkt primär das Signal. Aber er macht es auch effizienter. Ich weiß aber nicht mehr genau, kannst nicht mehr erklären, wie genau das funktioniert. BNC. Habe eine Patientin mit Pla. Oh, ich habe noch viele Fragen. Okay, ich versuche so schnell wie möglich da durchzugehen. Ich hoffe, ihr mögt noch. Habe eine Patientin mit Plasma gegen trockene Augen einmal am Tag eine Stunde 30 Tage behandelt. Patientin teilte mir, dass die Trockenheit sich leider verschlimmert hatte. Die Plasmakugel war bei der Behandlung direkt vor den Augen. Okay. Hat sich verschlimmert. Kann sein, es gibt ja manchmal, zum Beispiel auch wenn man kolloidales Silber nebulisiert, dann ist es am Anfang schlimmer. Krankheiten können zum Teil sich verschlimmern. Es gibt zum Beispiel, wie heißt jetzt der Mann? Es gab einen Arzt, der hat da ziemlich tief darüber geschrieben oder ziemlich intensiv oder im Detail. Es kann sein, dass sich das am Anfang ein bisschen verschlimmert und dann erst der Heilungsprozess startet. Aber ja, ich hab ja mit dir darüber gesprochen, Hannes. Schade zu hören, dass es noch nicht immer nicht besser ist. Wo gehe ich bei Polyneuropathie vor? Gibt es Regenerationsmöglichkeiten oder kann ich nur die Degeneration etwas aufhalten? Schau mal unter Facebook, ob da irgendjemand was geschrieben hat. Ich glaube, wenn du die Person in das Skalar verlegst, dann könnte sich da schon eine Regeneration einstellen über längere Zeit. Ist sehr langsam, aber auf jeden Fall, ich glaube, da kann man schon helfen. Also ich habe die Theorie, dass man für alles helfen kann. Ja. Weil eben die Frequenzen, das ist Information. Und ich glaube, wenn der Körper die richtige Information kriegt, kann sich der schon regenerieren. Wir sind da, wie gesagt, sehr am Anfang und es gibt noch viel zu erforschen. Wir haben drei Ärzte hier von drei Privatspitälern, die mittlerweile wollen, dass wir da hingehen und die ganze Sache erklären und so. Vielleicht kommen wir da mal dazu, eben dann zu spezifischen Sachen auch spezifisch zu forschen. Das wäre sehr cool. Ist aber halt einfach, wir müssen da schauen mit dem, wie das legal dann ist. Aber wir haben jetzt vor, also es gibt da einen Arzt hier in den Bergen, der hat eine ganze Klinik und der hat jetzt mehrmals gefragt und jetzt sind wir eben dann wirklich, glaube ich, auch langsam aber sicher bereit, da mal zu forschen. Halt einfach im kleinen Rahmen. Aber ja, schau mal auf Facebook. Analyse ohne und Behandlung immer mit Booster. Genau, richtig. Gibt es da eine genaue Anleitung zum Anschließen der Kabel? Gibt es auf jeden Fall. Würde ich schau mal nach unter Spook oder frag einfach mal die Telegram-Gruppe, vielleicht kann dir das jemand, hat jemand einen Link zu einer Anleitung. Das Kabel aber normalerweise, wenn du über Kontakt behandelst, entweder eben in High Contact oder
Colloidal Silver. Für die Analyse brauchst du den Booster nicht, also es funktioniert ohne Booster. Also du musst ohne Booster das machen, einfach in Out 1 das Kabel anschließen. Und das drehst du einfach so rein, plück, und dann ist es angeschlossen. Junior, 17 Jahre alt, wurde 14 Tage mit Plasma und Laser gegen Akne behandelt. Nach 14 Tagen war leider keine Besserung der Akne zu beobachten und wurde die Behandlung abgebrochen. Was kann man besser machen? Vielleicht versuch mal einen Scan zu machen. Ja, versuch mal, ich weiß nicht, ob du irgendwie via Speichel einen Scan machen kannst oder einfach via Kontakt. Und wenn das Akne-Programm nicht hilft, ja, schreib vielleicht mal, welche Voreinstellungen du hattest. Weil normalerweise sollte das ziemlich schnell helfen. Ja. Und falls es nicht hilft, vielleicht mittels homöopathischen Mitteln da mal nachschauen. Und halt einfach also es kann auch sein, dass da hormonell was abgeht, weil 17 Jahre, da sind, glaube ich, noch einige Hormone im Spiel. Vielleicht Thyroid-Programme. Du kannst auch die Thyroiden pulsieren zum Beispiel oder hier ein bisschen drauf klopfen, das anregen. Detox, vielleicht ein paar Detox-Programme fahren. Ja, schau mal. Ja, wir können da mal, sonst mal persönlich darüber sprechen. Ich habe ein X und ein 2XM angeschlossen, habe aber nur 3 Generatoren auf dem Bildschirm, müssten aber 4 sein. Sollten 4 sein. Versuch da mal eben über Utils, Rescan Devices. Falls das nicht hilft, stell die Maschinen alle ab, also die Generatoren, und stell sie wieder an und dann nochmals Rescan. Also Utils, Rescan, und dann sollten die 4 auftauchen. Wenn man Antidepressiva ausschleicht, gibt es Entzugssymptome, gibt es Programme um die. Gibt es auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Schau mal unter Detox Chemicals und dann würde ich schauen, dass das Vitamin B auf jeden Fall, ja, Wohlbefinden, Feel Good zum Beispiel ist eine gute Citrus, Essential Oil Citrus, hilft einfach für das generelle Wohlbefinden und es gibt auch Programme für Depression. Versuch mal die Programme und schau mal, wie es sich anfühlt. Ich habe zum Beispiel für Asperger, weil ich ein kleines bisschen an Asperger leide, habe ich für mich selbst verwendet und das hilft. Fühle ich mich gut danach. Genau, und Vitamin B hilft da auch. Okay. Danke, Ralf. Josef. Seelen von Verstorbenen und sonstige Geistwesen verbinden sich meines Wissens überwiegend über die Magengegend. Ich könnte mir vorstellen, dass Frequenzen für den Bereich hilfreich sein könnten. Ja, genau. Also versuch mal. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden, ob du das auf dich bezogen hast oder dann für die Person, die schon verstorben ist. Bachblüten für Loslassen und Trauma. Versuch das mal. Wir hatten ein Kind, das hatte Albträume und da haben wir das Bachblüten für unbekannte Ängste und für bekannte Ängste. Da gibt es 2 verschiedene Bachblüten. Waren insgesamt 6 Minuten, haben wir über Kontakt angewendet und das Kind hat vielleicht instantly, also sofort, das war sofort gut. Das kam nach 2 Wochen, kamen sie zurück und haben gesagt, das Kind schläft seither ohne Probleme. War sehr eindrücklich. Also die Bachblüten, die sind ziemlich gut. Tipptopp. Habe einen Meniskusriss im Knie mit Zyste im Knie hinten. Wie würdest du dies behandeln? Versuch mal mit Kontaktpads in der Kniegegend. Und dann würde ich auf jeden Fall Programme wählen, die helfen, den Zellen sich zu regenerieren. Also die Zyste spezifisch würde ich zum Beispiel mit dem Magnetpuls behandeln. Und dann eben mit Kontakt oder mit Plasma, wenn du Plasma hast. Und schau mal unter den Programmen, ob es da was gibt für Meniskus. Und dann gibt es auf jeden Fall Nogier, ist zum Beispiel ein französischer Arzt gib einfach mal Nogier, Nogier ein und dann gibt es, glaube ich, 8 verschiedene Programme. Je nachdem sind die für Nerven, Knochen etc. Und schau mal für Knochenheilung und Regeneration, Knochenbruch etc. Genau. Und dann würde ich da, kannst du gut
2 Stunden oder so pro Tag. Und einfach, also es wird wahrscheinlich schon eine Weile dauern, Meniskusriss. Ist ziemlich heftig, aber ja, und schau auch für Heilungsprogramme für Bindegewebe etc. Ich hoffe, das hilft. Wäre sehr interessant zu wissen, wie sich das weiterentwickelt. Zum Abtöten von Pilz lege ich also die Probe aus meinem Haus in den Remote und stecke ihn in MN. Und dann starte ich ein Programm für Pilze. Bingo. Genau. Weißt du, welcher Pilz es ist? Falls nicht, würde ich einfach die ganze Pilzpalette laufen lassen. Wenn beim Kontaktmodus, kannst aber auch Plasma übrigens in der Nähe des Pilzes legen. Das sollte auch klappen. Wenn beim Kontaktmodus die Frequenz zu schmerzhaft ist, kolloidalem Anschluss zu schwach ist, gibt es einen Mittelweg. Genau, du kannst im Setting-Menü die Amplitude zum Beispiel auf 12 Volt oder 10 Volt, wie du es hier schreibst, legen. Das kannst du auch tun. Ich sehe, Hannes wird zum Experten hier. Super. Hier gibt es eine Übersicht für die Kabel. Danke, Eric. Wie behandelt man am besten bei Arthrose? Wie behandelt man bei Arthrose? Ich habe eine Patientin behandelt, die hatte also Arthritis in allen Gelenken. Ich weiß nicht, ist nicht dasselbe, aber Arthrose. Schau mal unter dem Programm. Ich hab leider kein persönliches Beispiel oder Fall, wo ich das behandelt habe. Genau. Schau mal unter dem Programm und versuch. Ich will einfach mal versuchen. Und schau mal unter Facebook. Vielleicht hat es da irgendwie eine Person, die das mal spezifisch angewendet hat. Ja, eben ich müsste da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen bezüglich Arthrose, was genau. Vielleicht kannst du kurz schreiben, was genau Arthrose, wie du das schon behandelt hast und so und wie das Ganze sich. Darstellt? Ja. Mein Deutsch. Kann ich auch einen Fingerfußnagel benutzen, welcher mit Nagelpilz befallen ist? Kannst du, weil deine DNA darin ist. Auf jeden Fall. Um den Nagelpilz selbst zu behandeln, das würde ich dann. Also du könntest zum Beispiel schon auch den Nagel in den Remote legen über MN und dann den Pilz attackieren. Das sollte schon klappen, weil es wird nicht deine DNA befallen, weil das eine andere Frequenz Range hat. Genau. Nicht gelöste emotionale Probleme blockieren jede Behandlung. Ja, vielleicht sollte ich da kurz was dazu sagen. Also Dr. Beck hat das auch gesagt. Ein Teil einer Behandlung, also eben das Emotionale, weil jede Krankheit hat auch einen emotionalen Anteil. Das muss man auch schon in Betracht ziehen. Also man muss den Willen haben, sich wirklich auch zu verändern. Den Willen haben, Veränderung ins Leben zu lassen. Also zum Beispiel, ich sehe das oft bei Krebspatienten, ist das sehr schwierig, weil wir hatten Krebspatienten, die wurden geheilt. Also das war wirklich, Entschuldigung, das war wirklich gut. Und die hatten aber dennoch also es gibt so, ich nenne es mal einen Todeswunsch, so das Gefühl, ich will nicht leben. Und das muss man natürlich auch, das muss man schon auch in Betracht ziehen, dass man da vielleicht emotional hilft. Man kann mit Frequenzen helfen, vielleicht auch mit einer Therapie, mit Vitamin B, das hilft, das Gemüt ein bisschen zu heben. Weil eben, wenn das Emotionale nicht verschwindet, dann kommt auch der Tumor wieder zurück. Gibt ein deutscher Arzt, wie hieß jetzt der? Der hat vor allem Krebs und Tumore betrachtet und es gibt dann so ein emotionales Trauma, das im Vorfeld steht von jeder Krebserkrankung und das muss natürlich auch gelöst werden. Also sehr, sehr interessanter Punkt, Detlef. Ja. Kann ich auch Tiere behandeln? Auf jeden Fall. Mit Fell, geht mit Fell, mit Nagel, mit Speichel. Einen Zahn ausreißen, geht auf jeden Fall. Würde ich auch über Remote machen, ja. Oder über Skalar zum Beispiel. Falls du einen Hund hast und der am Schlafen ist, kannst du da kurz noch. Oder Plasma hinlegen. Wir haben hier einen Hund, der ist
in unser Plasmafeld. Wir hatten da die Plasmakugel und der kam spontan und der ist einfach genau neben der Plasmakugel hat der sich hingelegt. Und das war sehr interessant. Also ich glaube, die spüren das auch. Oder eben das Wasser frequent, also das Wasser bereichern mit Frequenzen, dem den Tier geben, geht auf jeden Fall alles. Gibt es Frequenzen, die vor 5G schützen? Ich würde mal einfach Frequenzen laufen lassen für Oxygenation, ja, den Körper mit Sauerstoff behandeln, weil das 5G ist ja die Frequenz auf dem Sauerstoffmolekül Level. Ich weiß nicht, ob man das direkt bekämpfen kann. Also ich bin mir sicher, es gibt eine Frequenz, die das irgendwie dann gleichstellen kann. Es gibt ja immer eine Konterfrequenz auch. Was ich denke, was hilft, ist, wenn du dich ins Skalarfeld legst, dass das vielleicht auscancelt. Aber ich bin mir da nicht sicher. Vielleicht hat da jemand anders eine Idee. Interessante Frage, Ramona, weil 5G, das wird eine interessante Sache. Ja. Gibt ja interessante Theorien dazu. Hammer, danke Ingrid. Genau, das ist der Name des deutschen Arztes. Sehr interessant für emotionale, also das Emotionale mit den Erkrankungen. Er sagt auch, dass zum Beispiel Krebspatienten, die in den Heilungsprozess kommen, da gibt es dann auch eben einen Höhepunkt von diesem Trauma, den man überschreiten muss. Das ist so ein kritischer Punkt, wo eben vielleicht die Krankheit schlimmer wird. Und dann dieser kritische Punkt kann sein, dass man da Fieberausbruch hat, etc. Und wenn man den überwindet, dann fängt dann der Heilungsprozess an und dann geht das eigentlich ziemlich schnell. Aber es hat halt eben auch wirklich eine emotionale Komponente. Genau. Dr. Hammer, ja, genau. Ihr kennt den. Sehr cool. Mit welchem Programm behandle ich am besten einen wurzelbehandelten Zahn? Kommt darauf an, wenn es da zum Beispiel noch eine Bakterienerkrankung hat, würde ich mal die Bakterien attackieren. Schau mal für generell Teeth, Tooth auf Englisch, ob es da Programme gibt. Bone Regeneration. Und dann, es gibt auch auf YouTube, es gibt einen Arzt, der hat die ganzen Zähne mit anderen Körperteilen verglichen. Also da zum Beispiel erkannt, dass wenn du einen faulen Zahn hast, je nach Ort, betrifft das dann die Leber, betrifft das die Gallen, die Blase etc. Wäre vielleicht für dich interessant, welchen Zahn und was das genau, welcher Teil des Körpers das beeinflusst. Weil die Zähne, die sind wie eine Art Batterien, die den Energie oder das Elektrizitätsniveau quasi ausleveln. Und wenn dann ein Zahn eben attackiert ist, ausfällt, verrottet, was auch immer, dann ist eben da der Energiehaushalt oder pH-Level Elektrizität in einem spezifischen Bereich nicht mehr gut. Also es ist oft dann auch verlinkt. Okay, ja, ich glaube, das war's mit den Fragen und Antworten. Danke, Leonor. Das sind 2 Stunden. Congratulations für alle, die da 2 Stunden lang mitgehalten haben. Ich weiß, es ist sehr trocken auf eine Art und Weise, aber ich glaube, die Idee mit einer Gruppe, mit Geschichten jede Woche, das wäre, glaube ich, eine gute Sache. Dann können wir mal schauen, was eben so erreicht wurde, weil das Problem ist halt, dass die Normalmedizin, also mein Vater, mein Bruder, die sind beide Ärzte, die wissen nichts eigentlich über Frequenztherapie. Und ich glaube, das Problem kennen wir alle, warum das so ist. Man kann damit nicht viel Geld machen. Ist ja auch so ein schöner Spruch, wenn man einen Patienten heilt, verliert man einen Kunden. Und ich bin ein großer Vertreter der Idee, dass man Menschen gratis behandeln sollte. Oder auf eine Art behandeln, dass man vielleicht energetisch was zurückkriegt, aber es geht nicht darum, Geld damit zu machen, weil es ist wirklich, man sieht, was für ein Skandal sich da entwickelt weltweit. Könnte ich Nasenschleimhaut mit den Sonden heilen? Ja, auf jeden Fall, versuch das mal. Die Sonden, die helfen wirklich den Zellen, sich zu regenerieren, mehr ATP zu haben, also mehr Energie und entsprechend besser zu arbeiten.
sollte auf jeden Fall helfen. Kannst du mal einpluggen und mal generell einfach ATP, also das Programm ATP laufen lassen und schauen, ob das hilft. Ja, und eben für alles, für das Emotionale schaut, es gibt sehr viele Programme für Depression, für Anxiety, also für Nervosität. Schaut mal Bachblüten, da hat es wirklich sehr, sehr viele Informationen oder Programme, die helfen können. Weil das Emotionale darf man nicht vernachlässigen. Okay, vielen Dank, sehr gerne. Aha, danke Michael. Schön zu hören. Ja, und wie gesagt, ich glaube, das Schöne daran ist, wir sind ja eine ganze Community, dass man da zusammen eben lernen kann, weil ich kann unmöglich alles wissen. Es ist wirklich sehr breit, die Methoden, die man hat mit diesen Maschinen. Ich empfehle jeder Person, eine Maschine im Haus zu haben, weil man dann einfach, wenn man darüber lernt, und es ist schon viel, was man lernen muss, um das effektiv anzuwenden, aber man kann sich dann eben auch wirklich selbst behandeln. Und in dieser Zeit, ich weiß jetzt zum Beispiel Österreich und Deutschland, es ist ziemlich heftig, was da abgeht. Also ein großes, ja, bleibt motiviert weiter so, weil es ist schon ziemlich heftig, wie die ganze Situation ist, wenn man da nicht mehr zum Arzt gehen kann. Ich hatte einen Freund, der konnte sich nicht operieren lassen, ohne dies da. Und der musste sich dann impfen lassen, um sich zu behandeln. Und das finde ich schon heftig. Es ist ziemlich krass. Und ich denke, so eine Maschine, die gibt einem ein bisschen mehr Souveränität. Genau. Ich glaube, das lasse ich mal so. Bitte nicht generell alle Pilze oder Bakterien total abtöten. Es kommt immer auf die Balance an. Stimmt auch. Stimmt auch, Ingrid. Ja. Genau. Und wie gesagt, es gibt nie eine klare Anleitung, so muss man das machen. Es kommt wirklich immer von Fall zu Fall darauf an. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir uns da austauschen, um eben zu sehen, okay, für diese Person war das so. Und dann mit der Zeit sieht man vielleicht so eine Tendenz. Kann man die Impfung ausleiten? Es gibt wenn ihr die neueste Software downloadet, es gibt ein Detox-Programm für Graphene Oxide, das gibt es. Ja, ich würde einfach schauen, dass du dann irgendwie eben den Körper auch vorbereitest, um zu entgiften. Und ja, ich meine, den Rest, ich weiß halt nicht, das Problem ist einfach, es ist eine DNA-alterierende oder verändernde Substanz und es gibt jetzt einige Forscher, die erkannt haben, dass das Immunsystem komprimiert wird und nicht mehr so gut funktioniert. Und das zu behandeln, ich weiß es einfach, also das weiß ich halt nicht. Das ist wirklich, da muss man halt einfach versuchen. Ich würde Personen, die irgendwie durch die Impfung immungeschwächt sind, falls denn das stimmen sollte, würde ich mal mit DNA Heal Integrate DNA, also einfach unter DNA mal schauen, was es da für Programme gibt. Und Immunsystem, ja, Vitamin C, Vitamin D und das versuchen, das Immunsystem wieder nach oben zu kriegen. Also es ist wirklich, es gibt da ein sehr interessantes Video von Kautz Waller, ich glaube, ist sein Name, Harald Kautz, was da wirklich abgeht. Es ist ziemlich, ziemlich heftig. Ich kann das vielleicht mal in den Telegram hineinhauen, wenn das jemand sehen will. Es geht da eigentlich dann wirklich, ja, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen sollte. Ich kann es, wenn das jemand wissen will, in die Telegram-Gruppe legen oder mir ein E-Mail schreiben, dann kann ich das schicken. Kann man einen Knochenbruch mit Plasma durch den Gipsverband behandeln? Yes, auf jeden Fall. Ohne Probleme. Es gibt ganz neu alle Impfungen im neuen Preset. Genau. Schau da mal nach unter Covid-19, unter den Presets, die wir am Anfang angeschaut haben.
seit gestern, also das Nischmelzen in Pemfgal schmelzt, heute Nacht nicht mehr zurückgekommen, daher für andere Anfänge mache. Sehr cool, Andreas. Nice. Für alle, die Knieschmerzen haben, hier, schau, es wirkt. Nach der Impfung Kreuzschnitt wie bei einem Schlangenbiss und Aussagen. Okay, interessant. Okay, für die E-Mail, ich schreibe das hier noch. Ah, ich kann hineinschreiben. Jesus, ich dachte, ich kann das nicht. So, schreibt mir einfach hier, oneqclub@gmail.com für spezifische Fragen. Und ich glaube, dann lassen wir das so, falls ihr irgendwie eine Anregung habt oder ein spezifisches anderes Webinar halten wollt oder eben für die Gruppe in Telegram, dass wir dann irgendwie jeden Samstag eine Gruppe haben. Ich glaube, das wäre super cool. Und ja, das wäre es dann, glaube ich, für heute. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend, guten Start in die Woche und viel Mut für die Zeit. Warte. Gibt es eine Aufzeichnung? Ja, es gibt eine Aufzeichnung. Die wird es geben, genau. Ah, Klaus, sorry, ich habe hier noch gesehen eine Frage. Ich werde das kurz hier beantworten. Man kann keinen Biofeedback-Scan machen über den Fingernagel. Muss man über Speichel oder direkt über Kontakt. Okay, super. Ja, das wär's. Und eben wie gesagt, falls jemand spenden möchte, hier sind noch die Links. Immer sehr dankbar für das. Hier sind auch Links zu unserer Telegram-Gruppe für den OneQ-Club, Telegram-Gruppe für Instagram. Ah, Telegram-Gruppe für Instagram. Instagram-Link und unser YouTube-Link. Wir haben einen YouTube-Kanal. Ich würde mich sehr freuen, wenn die eine oder andere Person, es ist alles auf Englisch, aber da seht ihr ein bisschen, was wir tun. Momentan machen wir weniger Behandlungen, weil es einfach ein bisschen kritisch ist im Moment, wegen halt Nebeneffekten zu den Impfungen und wir nicht verantwortlich sein wollen für Effekten von der Impfung, weil ich weiß halt einfach nicht, wie genau man das alles behandeln kann im Moment. Deshalb haben wir das ein bisschen zurückgelegt und fokussieren uns mehr jetzt auf die Forschung und eben der OneQ Club fokussiert sich jetzt halt vor allem darum, einfach den Menschen zu helfen mit Nahrung etc. Falls ihr das mal anschauen wollt, hier gibt es einen Link hier unten für YouTube. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da reinschaut. Und ja, ich schaue noch, da gibt es noch mehr Chat, ob es da noch eine Frage gibt. Genau, falls ihr irgendwie eine Anregung, eine Frage habt oder irgendwie eben ein weiteres Webinar haben wollt, schreibt mir via E-Mail oder schmeißt es in die Telegram-Gruppe und dann können wir da weiterlernen. Falls ihr was bei Spooky bestellt, ich hab vergessen, all diese Sachen zu sagen wegen den Links. Hier gibt es noch einen Link, da kriege ich dann 4% Cashback. Also das hilft dann mir einfach, mein Leben hier zu unterstützen. Genau. Herzlichen Dank. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und bis bald. Auf Wiedersehen.